allerdings auch für sehr viel für Transparenz interessiert. Gerade in Bayern fehlt uns das sehr stark. Und ich habe mich sehr mit Bürgerbeteiligung beschäftigt. Das habe ich jetzt meinen Schwerpunkt eigentlich im Bereich Innenministerium und im Verbraucherschutz auch allgemein sehen würde. Und man kennt mich vielleicht jetzt auch vom Kandidatengrillen sehr viel, dafür werde ich häufig ein bisschen kritisiert. Ich sehe das so, dass ich denke, dass wir uns auf den politischen Gegner auch vorbereiten müssen und dass es sehr wichtig ist, dass wir uns dazu auch mit den Themen beschäftigen. Und deswegen habe ich heute auch ständig gefragt und ich finde, dass es auch ein sehr gutes Training ist für spätere politische Debatten. Es ist so, dass es mich besonders stört gerade, dass wir häufig, wenn wir gefragt werden, was wir denn eigentlich an Themen haben, sagen, ja, wir haben zu diesem und jenem Thema noch keine Meinung. Ich bin der Meinung, das stimmt die meiste Zeit nicht. Wir können aus sehr viele Antworten schließen, aus sehr vielen, was wir bisher beschlossen haben. Ich denke aber auch, dass es sehr wichtig ist, zu vermitteln, dass man bei uns mitarbeiten kann. Das habe ich lange Zeit auch versucht, indem ich selber auch die Basis betreut habe, solange es hier noch keine AG-Basisarbeit gab. Und ich habe immer Leuten gesagt, kommt zu uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann kommt zu uns. Und wenn ihr irgendein Thema findet, wo ihr euch noch nicht klar seid, was wir dafür eine Meinung dazu haben, dann bringt euch ein und bringt euer eigenes Thema ein. Das ist mir auch im Parsing ganz wichtig. Ich habe dazu ein bisschen Bezug, weil meine Oma 20 Jahre lang in Aubing gewohnt hat. Ich bin da fast wöchentlich durchgefahren, habe den Umbau dort mitbekommen, kenne auch die Probleme, die jetzt mit dem Südring, mit dem Autobahnausbau gerade stattfinden. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, für uns Piraten, ist, dass wir Schwierigkeiten bekommen werden, allen Parsingern unsere Vorstellungen von der gegen die zweite Stammstrecke zu vermitteln. Die Parsinger sind da ein bisschen ausgenommen von dieser Südring, von dieser S-Bahn-Südring-Lösung und hängen sehr an ihrer erweiterten U5 beziehungsweise eben auch an der zweiten Stammstrecke. Und wir müssen uns klar sein, dass es ein bisschen schwierig wird, das zu vermitteln. Genau. Und ja, wenn ihr weitere Fragen habt, dann würde ich mich einfach freuen, wenn ihr die stellt. Okay, danke schön. Danke schön. Alex? Hallo, ich bin Alexander Kohler. Ein paar kennen mich, aber die mich nicht kennen, würde ich jetzt so einen kleinen, meine Person mal beschreiben. Also ich bin gebürtiger Wolfratshauser, habe das komplette bayerische Schulsystem durchgemacht, war auch hier in München in der Schule, war in der Welt unterwegs und bin dann wieder nach München zurückgekommen und nach Bayern allgemein, weil mich das ja, Heimat verbindet. Und ja, das ist so mein Hintergrund. Also beruflich, wie gesagt, das komplette Schulsystem durchgemacht und Informationswirtschaft studiert, jetzt in der Portfolioanalyse tätig. So. Mein Bezug zu den Piraten, also ich habe auch schon bei der Zensur sogar eine Petition abgestimmt, aber da war ich noch nicht bei den Piraten dabei. Ich bin erst 2011 dazugekommen. Ich habe das auf meinen Geburtstag gelegt, das Datum. Das ist mir sehr wichtig. Wie Michelle schon sagte, Bürgerrechte, das ist ein Thema, das mich besonders interessiert und besonders auf den Landtag jetzt bezogen, Bildungspolitik. Da bin ich auch in der FG Bildung unterwegs und versuche das entsprechend zu steuern. Was habe ich bis jetzt gemacht für die Piraten allgemein? Ich habe Stammtische organisiert, ich bin Wolfratshausen draußen. Ich bin aktiv in der FG Bildung, also jetzt Landesthema und auch auf also für Bundesthemen dann bei der Außen- und Sicherheitspolitik bin ich auch dabei. Da haben wir schon einige Anträge sozusagen vorangebracht in beiden Bereichen. Und ich sehe mich in diesen FGs dann mehr so als Mittler. Also ich bin da sehr teamfähig und kann sozusagen solche Gruppen ganz gut koordinieren und bin in der Zusammenarbeit da sehr gut dabei, denke ich mal. So.
ja, ich kandidiere für Pasing, weil jetzt sich mein Lebensmittelpunkt eigentlich mehr nach München verlagert, weniger in Dorfratshausen ist. Und ich möchte dann wirklich ganz dabei sein beim Wahlkampf und ja, da bietet sich München dann einfach wirklich an und Pasing im Speziellen. Ja. Ich bin auch in München zur Schule gegangen und habe deswegen auch noch ein paar Verbindungen in Richtung Pasing. Da kenne ich einige Leute. Und ja, deswegen Pasing. Ja. So, ansonsten bin ich mit meiner Rede fertig. Also jetzt warte ich dann noch auf Fragen und auf Ron, der nach mir kommt. Ja, ich bewerbe mich heute für den Stimmkreis 106 München-Pasing und ich möchte euch erstmal etwas über meine Person erzählen, warum ich jetzt gerade für den Stimmkreis mich bewerbe, warum ich hier kandidieren möchte und zu meinen politischen Interessen, was interessiert mich auch im Bayerischen Landtag. Zu meiner Person. Ich bin unter meinem Nick Ron bei den Piraten bekannt. Mein vollständiger Name ist Ronald Czoska. Es wird mit THZ, aber SCH gesprochen. Ich bin in Dortmund geboren, seit 2000. Wohne ich in Germeisen, da ich in der Kreilinger Innovationsmeile, also in Auflassen. Da ich im Landkreis Starnberg, also in Kreiling, meinen ersten Job als Systemadministrator nach meiner Ausbildung als Informatikkaufmann gefunden habe. Ich bin mittlerweile 34 Jahre alt, der älteste von 7 Geschwistern. In 2009 habe ich mich aufgrund des Europawahl und der Bundestagswahl für Politik intensiv interessiert, habe die Wahlprogramme der unterschiedlichen Parteien mir angeschaut und mich haben bei mehreren Parteien unterschiedliche Punkte gestört, bis ich auf das Wahlprogramm der Piratenpartei gestoßen bin und ich beim Durchlesen in Gedanken der jeden Punkt einen Haken machen konnte und bei einigen Punkten wirklich laut Ja dazu gesagt habe. Daraufhin habe ich dann auch direkt gesucht, wo kann ich mich denn einbringen bei der Piratenpartei und habe gesehen, dass es im Wiki Möglichkeiten gibt, dass da Leute stehen, die jetzt hier im Landkreis Fürstenfeldbruck oder dann direkt auch in Germering den Wahlkampf dort organisieren und die habe ich direkt angeschrieben, sodass ich daraufhin schon direkt in den Wahlkampf eingestiegen bin. Ich bin 3 Tage später bis nach Trudering gefahren, wo dann Plakate gekleistert wurden. Es war eine tolle Stimmung dort, auch wenn es da ein bisschen chaotisch war. Es waren nicht genügend Plakate da, es waren 50 Leute da, aber innerhalb von 2 Stunden war das weniger Material schon verbraucht, sodass wir einen Tag drauf und auch einen zweiten Tag, obwohl dann noch 3 Tage angesetzt waren und wir waren schon seit 2 Tagen fertig. Also es war einfach eine schöne Stimmung, dort auch aktiv zu sein. Also es waren einfach Leute, wo ich gedacht habe, ja, die sind genauso verrückt wie ich. Da mache ich einfach mit. Habe dann auch eben sehr, sehr aktiv in Fürstenfeldbruck, besonders natürlich auch in Germering, wo ich wohne, dann Wahlkampf gemacht. Wir haben auch sehr erfolgreich das Wahlergebnis durch mehrere Infostände, durch das Anbringen der Plakate, durch Verteilen von Flyern verbessert. Bei der Europawahl waren wir noch mit 0,6 und 0,9 unterdurchschnittlich. Bei der Wahl zur Europawahl in Germering, bei der Bundestagswahl waren wir dann überdurchschnittlich.
wissen wir ja, da haben wir 1,95% aufgrund der 2%. Bei der Bundestagswahl erreicht in Germering hatten wir dann 2,3%. Also das war dann auch schön für uns zu sehen, dass tatsächlich dieser Wahlkampf was bewirkt hat. Und seitdem bin ich eben bei den Piraten aktiv, bin dann auch kurz vor der Bundestagswahl eingetreten. Also ich habe diesen Wahlkampf komplett nur als Sympathisant gemacht, nicht als Mitglied. Aber ich wollte es mir nicht sagen lassen, du bist jetzt ja nur eingetreten, weil jetzt die Piraten jetzt tatsächlich einen Erfolg bei der Wahl gehabt haben. Also bin ich auch noch vor der Wahl eingetreten. Und in den letzten 3 Jahren habe ich eine ganze Menge bei den Piraten gemacht. Also jetzt speziell bei uns im Fürstenfeldbruck, aber habe ich auch die Organisation vor Ort mit 2 anderen zusammen gemacht. Wir haben es geschafft, die gesamten 3 Jahre immer einen Stammtisch vor Ort zu haben, was in einigen anderen Regionen, auch in Nachbarlandkreisen nicht funktioniert hat. Die sind teilweise dann zu uns rübergekommen. Aber ich habe auch viele Projekte in dieser Zeit gemacht. Aber ich habe mich auch eben sehr viel politisch bei den Piraten eingebracht. Mich hatte den Piraten dann besonders das Thema Urheberrecht gebracht. Aber ich habe gesehen, hier beschäftigen sich schon eine ganze Menge mit diesem Thema. Also habe ich andere Themenschwerpunkte mir gesucht. Das ist eine war die Energiepolitik. Da haben wir dann auch zusammen in der Bundes-AG einen Programmantrag gestellt, den wir schon 2010 eingereicht haben. Er ist auf Bundesebene bis heute leider nicht behandelt worden. Aber wir haben ihn auch in Bayern eingebracht, der dann 2010 verabschiedet wurde. Ein weiterer Schwerpunkt, ich habe zu Beginn bei den Piraten von dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen gehört. Also vor den Piraten nur ganz kurz, nur einmal habe ich davon gehört, aber dann war das Thema bei mir auch gar nicht mehr präsent. Aber bei den Piraten habe ich dieses Thema mitbekommen, habe dann mit Leuten schon 2009 während des Wahlkampfes darüber diskutiert und habe mich dann versucht, dort einzubringen, habe geguckt, wie wird denn das Thema im Moment behandelt. Habe dann aktiv die Bundes-AG bedingungsloses Grundeinkommen geleitet, war dort Ansprechpartner und mein großes Ziel war, dass dieses Thema bei allen Piraten zu einer Meinungsbildung führt, dass sich jeder da eine Meinung bildet, ob er dafür oder dagegen ist, mit dem Beschluss in Chemnitz für das Recht auf sichere Existenz und wirtschaftliche Teilhabe wurde dieses Ziel übererfüllt und in diesem Fall war das auch sehr erfolgreich. Ich habe aber auch andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel letztes Jahr, dass ich bei 2 Veranstaltungen für Neupiraten mitgewirkt habe. Wir haben einmal die eine Veranstaltung war in Welthaus, wo der Raum komplett voll war. Die 2. Veranstaltung haben wir hier gemacht, wo auch dieser Saal komplett voll war. Also hier waren 50 Leute drin, man kam hier gar nicht mehr rein und raus. Da die Zeit wegrennt, möchte ich kurz dazu sagen, warum kandidiere ich denn speziell im Stimmkreis 106 München-Pasing? Also einmal durch die räumliche Nähe, ich wohne nur 1,7 Kilometer tatsächlich vom Stimmkreis entfernt. Da beginnt nämlich dann schon der Stadtbezirk Aubing, Lochhausen, Langwied. Durch die räumliche Nähe habe ich dort auch natürlich Leute, die ich in diesem Stimmkreis kenne. Und komme hier auch täglich durch den Stimmegast durch. Ich habe alles Mögliche an Bauprojekten ja auch mitbekommen, wie die A96, die dann zur Weltmeisterschaft 2006 fertiggestellt wurde. Ich habe hier die Anfänge des Bauprojektes Nordumgebung Pasing mitbekommen. Man kriegt jetzt mit, wie der Marienplatz in Pasing umgebaut wird. Aber auch viele andere Dinge. Ich habe auch ein Gewerbe angemeldet 2003, um auch Privatpersonen und kleinen Unternehmen bei der IT zu helfen. Dadurch habe ich auch einige Kunden in Obermenzing und auch in Aubing und auch in Pasing, also habe dort auch einen Zug zu dem Stimmkreis.
Und ich habe eine Freundin 6 Jahre lang in Leim gehabt, sodass ich auch dort sehr viel Zeit verbracht habe und auch dort einen Bezug zu dem Stimmenkreis habe, da ja ein Teil von Leim auch zum Stimmenkreis gehört. Was möchte ich hier im Landtag? Im Landtag würden mich zwei Ausschüsse am ehesten interessieren. Einmal der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen und zum anderen der Ausschuss Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. Also da ich mich sehr mit vielen auch mit Infrastruktur, auch die zweite Stammstrecke Südring, auch Autobahnumfahrung beschäftigt habe und mich einfach das Thema interessiert, würde ich mich da auch im Landtag in diesem Bereich einsetzen. Und da die Zeit jetzt einfach abgelaufen ist, hoffe ich darauf, dass ihr mir noch ein paar Fragen stellt, um das mehr kennenzulernen. Dann danke ich auch Ron für seine Vorstellung und eröffne hiermit die Fragerunde. Ich darf Sie bitten. Bitte. An alle drei Kandidaten, nennt mir doch bitte mal die Direktkandidaten der anderen relevanten Parteien in unserem Zinsbezirk. Bernhard? Ja. Ja. Und dann den Herrn Ritter. Und von der Familie Grün hat einen komischen Namen, der heißt irgendwie Hirn, Eisen. Wollt vielleicht jeder einen? Ja. Weil sonst ist es ein bisschen unfair. Ich hätte es auch bin jetzt ein bisschen Piazzolo ist von den Freien Wählern und Hennais ist der von den Grünen, der haben sie aufgestellt. Das ist mein Kollege aus dem Vorstand bei einem Bund Naturschutzkreisgruppe München. Also das wird jemand sein, der sehr Umweltthemen vertritt. Okay? Fragen wir kurz auflösen, die großartig erklären. Okay. Flo? Oh, bin schon dran. Eine Proxy-Frage und zwar an Ron. Du zeigst regelmäßig, dass du zwar viel arbeiten kannst, aber nicht gerade teamfähig bist. Wie soll das in einer Fraktion funktionieren? Da es jetzt eine Proxy-Frage ist, wird es schwierig mit der Rückfrage, wie sich das auszeichnet. Ich empfinde mich jetzt nicht unbedingt als nicht teamfähig, als einer von 7 Geschwistern gehört eine Teamfähigkeit dazu. Ich habe immer auch meinen eigenen Standpunkt und vertrete den auch. Also ich bin nicht einer, der als immer mit der Masse schwimmt, was eigentlich auch viele Piraten auszeichnen, sondern ich kann auch meinen Standpunkt vertreten. Und nur weil es jetzt eben jemand vielleicht lieber ein Kuschelvorstand oder auch jetzt eine Kuschelfraktion haben möchte, würde ich jetzt nicht unbedingt das vertreten. Also wir sind ja eigentlich auch bei den Piraten eher der Meinung, dass wir nicht unbedingt einen Fraktionszwang haben müssten. Also finde ich auch nicht, dass wir an der Stelle unbedingt alle einer Meinung sein müssen. Klar, wir müssen zusammenarbeiten und das ist eigentlich auch mein Ziel für heute, da ich der Meinung bin, nach meiner Analyse, dass der Stimmenkreis 106 nicht unbedingt ein aufsichtsreicher Stimmenkreis ist. Also derjenige, der heute gewählt ist, ist nach meiner Aussicht nicht unbedingt im Landtag. Natürlich müssen wir dazu sowieso erst die 5% oder. Aber ich wäre gern Teil dieses 20-köpfigen Teams aus 4 Bundestagsdirektkandidaten, 8 Direktkandidaten für den Landtag, 8 Direktkandidaten für den Bezirk. Also dieses Team würde ich gern mit meinen Erfahrungen, die ich auch bisher in der Pressearbeit schon gehabt habe, auch mit den Erfahrungen, die ich bisher in den Wahlkämpfen, ob das jetzt auch in Leben oder Berlin gewesen ist, also unterstützen und verstärken. Also das mit den Rückfragen funktioniert sehr gut, wir haben sowas wie Twitter und Ähnliches. Also als direkte Antwort dazu kam zum Beispiel im alten Bezirksvorstand. Also Oberbayern ist vermutlich mal gemeint. Ja, im Bezirksvorstand war ich zum Beispiel nicht mit der Arbeit unserem Schatzmeister zufrieden. Also ich habe durchaus auch die Zahlen, die er präsentiert hat, kritisiert.
aber es war aus meiner Sicht immer eine sachliche Kritik. Leider hat sich Thomas sehr persönlich angegriffen gefühlt, wenn ich die Zahlen kritisiert habe. Es war nie meine Absicht, ihn persönlich zu kritisieren, sondern eben halt seine Arbeit, die er gemacht hat. Und deshalb habe ich mich auch sehr, sehr viel da eben halt selber auch mit den Finanzen in Oberbayern beschäftigt, um auch zu sehen, ob wir diese Geschäftsstelle, die ich ja viel mit organisiert habe, ob wir uns die in Zukunft leisten können und sich, inwieweit sich der Bezirksverband Oberbayern daran beteiligen kann. Okay, Birgit? Also das war jetzt so ein Vorwurf, der einfach so in die Runde ging, ohne Konkretes zu nennen, was ich immer ein bisschen schwierig finde. Aber ich möchte es ein bisschen konkretisieren und deswegen meine Frage an alle. Was versteht ihr unter Teamfähigkeit? Haltet ihr das für wichtig und woran wollt ihr eure Teamfähigkeit messen lassen? Sonst? Umgekehrte Reihenfolge. Also Teamfähigkeit ist eigentlich das A und O. Ne? Wenn wir uns schon fast als Schwarm definieren und zusammen unser Programm zum Beispiel aufbauen, ja, dann muss das gegeben sein. Dann muss man in der Lage sein, irgendwie unterschiedliche Positionen zu haben, aber dann doch noch am Schluss zu einem gemeinsamen Nenner zu kommen. Und ja, das ist das eine, ja, das ist die Wichtigkeit. Und ja, wie man das messen kann. Ja, also wie gesagt, man kann jederzeit zum Beispiel, ja, am besten durch eigene Erfahrung, ja, wie man Leute erlebt hat, zum Beispiel einfach in die AGs kommen und sich das mal anschauen, wie teamfähig das ist. Genau, das ist meine Antwort. Ja, wie Piraten, wir sind ja gegen Getüngel. Ich schaffe es nicht unbedingt, dass ich sehr intensive Freundschaften pflege. Ich denke auch, dass ich mir persönlich sehr persönlich viele Leute zum Feind gemacht habe. Einfach dadurch, dass ich sage, ich versuche jeden einfach sehr kühl, sehr gleich zu behandeln. Ich denke auch die Piraten, das müssen wir daran denken, wenn wir uns professionalisieren wollen, dass wir auch arbeiten hier. Was mir sehr wichtig ist, ist Loyalität gegenüber der Partei. Ich denke, Freundschaften, die können sich ändern und ich denke, dass man einfach für die gemeinsame Sache kämpft, ist wichtig. Und dass ich Teamwork richtig kann, habe ich bewiesen. Ich habe den CSD geschmissen, die letzten 2 Jahre, dieses Jahr für ganz Bayern. Ich habe, als wir noch sehr wenige Piraten waren, das Streetlife organisiert und einige Infostände. Und ja, das hat alles ganz gut funktioniert, man konnte sich auf mich verlassen und ich war auch umgekehrt sehr froh, dass ich mich auf andere Leute verlassen kann. Und ich denke, dass ich in einem 20-köpfigen Team jetzt für die Landtagswahlvorbereitung auch gut mitarbeiten kann. Also wie ich schon angemerkt hatte, Teamfähigkeit, das fängt schon bei der eigenen Familie an. Mit so einer großen Familie, die aus 9 Köpfen besteht, lernt man das einfach auch zusammenzuhalten. Aber wie das auch unter Geschwistern ist, die streiten am meisten, aber nach außen hält man zusammen. Bei vielen Projekten, auch hier, was jetzt mein größtes Projekt war, diese Geschäftsstelle, habe ich mit einer ganzen Menge Teams zusammengearbeitet. Also einmal war es überhaupt ein Team, was von 15 bis 18 Köpfen schon bestand, um überhaupt eine geeignete Location zu finden. Da habe ich eben mitgewirkt und habe Leute zusammengebracht, die sich dort eingebracht haben. Als wir diese Räumlichkeiten hier gefunden haben und als die Entscheidung dafür gefallen ist, habe ich wiederum Teams gebildet, um hier die Renovierungsarbeiten zu machen. Und ich finde, wir haben hier sehr gut zusammengearbeitet und haben hier das sehr erfolgreich zusammengestellt. Also ich habe dort eigentlich ziemlich gut bewiesen, dass ich hier teamfähig bin und dass ich auch Teams bilden kann. Gut, bei euch bin ich mir immer sicher. Klaus, Achim, habt ihr eine Frage? Nee, gut, dann ist Niki dran. Nein, du hast es falsch verstanden. Ah, okay. Martin? Ja, ich hätte auch nochmal eine Rückfrage wegen der Teamfähigkeit. Ron, du hast vorhin gesagt, dass es wichtig ist, dass der Streit dann auch innerparteilich bleibt und dass man gemeinsam eine Geschlossenheit macht. Trotzdem hat es dann Streit mit dem ehemaligen Schatzmeister vom Bezirk in die Süddeutsche Zeitung geschafft. Und es ist auch so, dass in diesem Streit, in dem auch der Landkreis und die Piraten in Fürstenfeldbruck involviert waren,
dass du dort um Vermittlung gebeten hast und diese Vermittlungsverhandlungen wenige Tage später durch Veröffentlichung privater E-Mails des Schatzmeisters auf die öffentlichen Listen torpediert hast. Ist das deine Art von Teamwork? Also hier ging es jetzt nicht um einen Zusammenhalt jetzt im Bezirksvorstand oder sowas, weil zu dem Zeitpunkt war Thomas schon nicht mehr Mitglied im Bezirksvorstand. Wir haben in Fürstenfeldbruck eine Situation gehabt, wo es zwei Gruppen waren. Also ich habe es nicht so bezeichnet. Einige waren der Meinung, wir hätten hier eine Unterwanderung von einer linken Gruppe, die sich dort zusammengetan haben. Wir haben sehr häufig über die Gründung von Kreisverbänden oder Nicht-Kreisverband diskutiert. Das kam immer mal wieder hoch, besonders wenn neue Mitglieder eingetreten sind und die Diskussion immer mal wieder neu aufgebracht wurde. Diesen Streit haben wir aber nicht offensiv in die Süddeutsche getragen. Und das war jetzt auch kein Streit im Bezirksvorstand, sondern es war ja auch eine Auseinandersetzung in einer fachlichen Frage, wie man jetzt auch in Fürstenfeldbruck mit diesem Thema umgeht. In dieser Situation war es so gewesen, dass wir auch gerade bei dem Arbeitstreffen, wo du selbst anwesend gewesen bist, wir eigentlich vereinbart hatten, dass wir gemeinsam arbeiten, aber kurz darauf wurde an uns vorbei, also die jetzt dort bei dem Arbeitstreffen anwesend waren, wurde ein Gegenstammtisch in unserem üblichen Lokal, wo wir normalerweise am Mittwoch unseren Stammtisch haben, am Freitag ein Stammtisch von Thomas initiiert. Und an diesem Stammtisch war dann eben auch die Presse selbst anwesend, weil sie das auch mitbekommen haben, dass dort eine Gegenbewegung irgendwo entsteht, und das hatte sie interessiert. Also in diesem Punkt ist die Nicht-Teamfähigkeit eigentlich von der anderen Seite ausgegangen. Ich persönlich hatte jetzt nicht darum gebeten, also deshalb ist der Vorwurf auch jetzt gegen mich an der Stelle falsch, dass ich jetzt persönlich darum gebeten hatte, dass es jetzt hier eine Schlichtung gibt. Die habe ich natürlich unterstützt und war voll dafür gewesen. Die Mail, die es gab, da war ein ziemlicher negative Aussage von Thomas drin, die mich sehr persönlich angegriffen hatte. Und um auch den Mitgliedern in Fürstenfeldbruck das deutlich zu machen, dass es einmal diesen Gegenstammtisch von ihm ausgeht, den er organisiert, und dass er auch gegen mich, also auch unschöne Äußerungen getätigt hat, habe ich dieses öffentlich gemacht aus Gründen der Transparenz. Ich fand nämlich nicht, dass es hier in dieser Mail personenbezogene Daten, außer die gegen mich selbst, gegeben hatte. Es war ja auch er wollte was organisieren innerhalb der Piratenpartei. Das finde ich ist ein politischer Akt, der gehört transparent. Und deshalb habe ich das auch abgewogen. Ich habe vorher, bevor ich diese Mail tatsächlich auch über die Mailingliste geschickt habe, habe ich jemand anders gefragt, wäre das gut, das jetzt zu veröffentlichen. Also ich habe erst eine Rückfrage, könnte man auch wieder, ich habe da im Team gearbeitet, also könnte man jetzt auch so wiederum sehen, gemacht und erst dann diese Mail veröffentlicht. Und mir haben einige im Nachgang gesagt, dass ihnen da auch die Augen geöffnet wurden und das dann auch anders gesehen haben. Weil sie dann einen Beleg für die Arbeitsweise von Thomas dann gesehen haben. So. Ja, dann mal eine Frage von mir. Meine Standardfrage, Ron muss sie nicht beantworten, er hat sie schon beantwortet. Aber an die anderen beiden. Welche zwei Ausschüsse könntet ihr euch vorstellen, im Landtag zu besetzen? Was befähigt euch dazu und was habt ihr bisher in der Partei zu diesem Bereich schon gemacht? Also ich hatte es ja schon gesagt, dass mich der Innenausschuss interessieren würde. Gibt's zum einen...
Ja. Das heißt, im bayerischen, in der bayerischen, in der Geschäftsordnung heißt es, glaube ich, Kommunalpolitik und Innen. Auf jeden Fall, beziehungsweise eben Sicherheit. Der Ausschuss beschäftigt sich zum einen sehr stark mit der Demokratie, also allen demokratischen Prozessen, die passieren. Das heißt, dort wären wir auch richtig, wenn wir das Transparenzgesetz einbringen möchten. Die andere Sache ist, der Innenausschuss ist auch verantwortlich für die Sachen wie den Bayern-Trojaner, die Vorratsdatenspeicherung. Ich habe in der Hinsicht auch schon ein bisschen Erfahrung, als ich mit dem bayerischen Polizeipressesprecher Puchelt zu tun hatte, der in einer Debatte versucht hat, Senioren klarzumachen, dass es unbedingt eine Vorratsdatenspeicherung braucht und Kinderporno-Stoppschilder. Dem Herrn Puchelt, ich habe ihn gegrillt, dem ging es am Ende nicht besonders gut. Die Senioren haben sich alle generalverdächtigt gefühlt und ihnen ist auch ziemlich genau klar gewesen, warum Kinderporno-Stoppschilder und Vorratsdatenspeicherung nicht gut ist, teuer und unnötig und dass es uns nichts bringt. Und ich würde dem Herrn, insbesondere dem Herrn Puchelt, gerne mal nochmal in Verbindung mit einer persönlichen, mit einer aufwendigeren Debatte, dann einer richtigen Debatte gegenüberstehen. Zweiter Ausschuss? Der zweite Ausschuss, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Es gibt da mehrere Ausschüsse. Es gibt einen, der sich um Justiz und Verbraucherschutz kümmert, wobei wir im Justizministerium als Pirat natürlich auch gut ankommen. Ich habe selber gerade Anträge eingebracht im Liquid Feedback zum Verbraucherschutz in Bezug auf das Transparenzgesetz. Bei dem Lebensmittelpranger gerade, das ist ein Thema, das mich sehr stark beschäftigt. Dann haben wir als Piraten leider keine Position zur Lebensmittelampel. Und was auch teilweise mit in den Verbraucherschutz mit eingreift, das ist eben was mit der Vorratsdatenspeicherung zu tun hat, Netzneutralität. Und was auch ganz wichtig ist, so Sachen, die die Leute persönlich beschäftigen. Warum habe ich plötzlich eine Telefonrechnung von 500 Euro? Und das sind Sachen, wo ich glaube, wo wir auch gut Wahlkampf machen können, weil das geht an die Leute sehr nah ran. Ein weiteres Thema, weil ich gerade gesagt habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ist auch Landwirtschaft. Ich glaube, da haben wir in Bayern was, wo wir ziemlich gut auch Wahlkampf machen können. Und weil mich das Thema auch sehr stark interessiert, habe ich mich jetzt selber auch dafür eingesetzt, dass wir an der Demo gegen Genpatente teilnehmen, die jetzt gerade erweitert worden ist auf Gentechnik allgemein verbieten, was wir jetzt noch nicht im Programm stehen haben und was, soweit ich weiß, die AG Landwirtschaft jetzt gerade fürs Bundesprogramm einbringt. In Bayern haben wir, wie gesagt, kein Patent auf Leben, da könnten wir eben auch in den Ausschuss Natur und Umwelt gut einsteigen. Was für mich auch wichtig ist, ist, glaube ich, dass ich denke, dass ich auch noch Kompetenz im Bildungsbereich habe und in, vor allen Dingen auch im Kulturbereich mit Open Access, weil ich selber Germanistik studiere und mich mit dem Thema sehr stark beschäftigt habe, also freie Bibliotheken, freie Bücher, freie Informationen. Der andere Bereich in der Kulturpolitik ist eben die Kulturförderung. Das ist vielleicht ganz interessant, was da ganz wichtig ist, ist, es wird immer ein bisschen kritisiert, dass wir in München so stark gefördert werden. Jetzt ist die CSU gerade hergegangen und der Ausschussvorsitzende, ich glaube, der Kulturminister ist, glaube ich, Kreuzer heißt er, hat gerade ein Paket beschlossen, das 50 Millionen bietet, um verschiedene Projekte, insbesondere Museen, zu unterstützen, auch außerhalb von München. Nur wurde jetzt auch kritisiert, dass es innerhalb von München jetzt vor allen Dingen darum geht, die Bayerische Staatsoper zum Beispiel zu sanieren und dass das Ganze quasi bloß ein Trostpflaster ist für die anderen Bereiche. Und ich würde auch sagen, gerade in dem Bereich Kulturpolitik wäre ich jemand, der sich wenig um München kümmert, weil ich denke, wir haben hier tatsächlich genug. Es wird auch hier das meiste, 1,4 Milliarden wird hier in Sanierung gesteckt in Bayern und das meiste davon kriegen wir und ich glaube, man muss da tatsächlich auch nachbessern, dass die anderen Bezirke da ein bisschen mehr Geld bekommen. Das ist was, wo ich sagen kann, da könnte ich mich vielleicht auch noch einbringen. Diesbezüglich habe ich auch schon Kontakte geknüpft. Ich war vor kurzem auf dem Digitalen Dialogfestival. Die Veranstalterin, Frau Hollmeier, ist eine Dame, die sich zumindest in München sehr gut in dem Bereich auskennt, was die Kulturfinanzierung angeht, auch sehr stark kritisiert, wie die zurzeit läuft und die auch weiterhin vorhatte, uns da weiter Unterstützung zu bieten. Mit der bin ich auch schon in Kontakt. Darf ich auflösen? Ja, bitte. Ein
irgendwie Kulturreferat oder sonst was, gibt es das nicht? Das ist Wissenschaft, Forschung und Kultur. Genau. Das fällt alles unter einen Hut. Genau, ist aber jemand mit namens Kreuzer gibt es da auch nicht. Nicht mal als Mitglied. Das ist... Der Staatsminister. Der Staatsminister. Der Staatsminister von Seehofer. Alex, bitte die Gespräche, so wichtig ist das Thema nicht. Gut, also der eine Ausschuss für Kultur und Sport, ja, den hätte ich, also wegen der Bildungsthematik würde mich der interessieren. Und dann ein anderer Ausschuss, also Europa und Bundesthemen. Das würde mich auch interessieren, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Außenpolitik, also nach Europa und ja, im Bundesbereich. Das sind so Themen, die sind auch extrem wichtig. Also besonders, also wenn man sich mit der Föderalismusreform auseinandergesetzt hat, dann kann da, also das ist wirklich ein Dreh- und Angelpunkt bayerischer Politik, würde ich mal sagen. Ja. Über den Bildungsbereich, das habe ich vorhin schon ausgeführt, also bin ich ja auch dabei in der entsprechenden FG. Ja? Du hast eigentlich schon, deshalb. Ich hätte eine allgemeine Bitte an die Kandidaten, die Fragen zu beantworten und nicht vom Hundertsten ins Tausendste auf allgemeine politische Positionierung zu gehen. Nächste Frage? Ich habe noch zwei. Zeit. Ja, Michael, ich hatte eine Frage. Also, ich hatte mich voll überrascht vorher. Bist du im Sozialbereich, bist du schon tätig oder interessiert für Sozial? Aber in einer AG oder sowas, was betrifft Sozial, also ich habe die nicht gesehen, zum Beispiel dabei, ob die AG 60 Plus oder umwoher. Und jetzt hast du gerade gesagt, bist du schon praktisch, was ist, beschäftige ich mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen. Und was allgemein Teamarbeit, also praktisch bist du Einzelgänger, komm mal so vor, da arbeitest du nur alleine, nicht mit Team zusammen. Also den Vorwurf kann ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen. Ich habe vorhin auch gesagt, dass ich mich mit Sozialpolitik eher nicht so beschäftige und dass es hauptsächlich ein persönliches Thema ist, aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen. Die andere Sache ist, dass ich tatsächlich in der AG 60 Plus anfangs dafür gesorgt habe, dass die Leute sich hier zurechtfinden, dass sie einen Antrag einbringen. Ich war auch schon in der AG Familie und Sozialpolitik. Nicht in deiner, muss ich zugeben. In deiner war ich zugegeben nie. Das war, glaube ich, kaum jemand von uns. Von euch. Danke. Das ist, ja. Danke. Also von der AG Familienpolitik muss ich zugeben, ich war dort nicht regelmäßig. Ich kenne die Positionen. Ich habe die Veranstaltung zum Thema Feminismus besucht, eben wo es um Piratinnen geht und mich mit dem Thema auch, ja, wie gesagt, weiter aus persönlichen Gründen beschäftigt. Aber ich habe vorhin schon gesagt, also das, was ich im sozialpolitischen Bereich bieten kann, reicht längst nicht an das ran, was jetzt zum Beispiel Rebecca auch schon gebracht hat. Deswegen, ich finde es auch sinnvoll, dass wir uns, glaube ich, auch in verschiedenen Bereichen positionieren. Und wie gesagt, mir stieß es einfach ein bisschen sauer auf, dass mich damals die Frau von der Abendzeitung angesprochen hat und gesagt hat, Frauen müssen doch bei uns Sozialpolitik machen. Und außerdem möchte ich da meine persönliche Lebensgeschichte nicht unbedingt ständig einbringen. Das wird zwar nie ganz weggehen, aber das ist nicht mein Thema. Danke. Ja, ich habe eigentlich zwei Fragen, aber ich stelle erst mal eine. Michelle, du hast jetzt für den Kreis, Bezirk und LAVO kandidiert. Du willst einfach nur ein Amt, kann das sein? Also ich habe für den Kreis kandidiert. Das war mir sehr ernst, weil ich gedacht habe, das bereitet auch auf eine Landtagskandidatur vor. Weil ich gemeint habe, ich kann es. Ich war die letzten vier Jahre dabei. Ich hatte da bis auf 2010, ich hatte da zur Gründung schon kandidiert. Habe dann 2010 ausgesetzt, obwohl man mich darum gebeten hatte. Das war dann leider so, dass der Kreisverband innerhalb kürzester Zeit ein Mitglied weniger hatte. Und, also der Kreisverbandsvorstand. Und ja, jetzt hat es im August, glaube ich, hat es nicht geklappt. Man hat mich dann relativ spontan gefragt, ob ich Bezirksvorstand machen kann. Ich hatte mich dann dort auf die Bühne gestellt und habe erklärt,
Ja, dass ich mich eben dazu bereit erkläre, warum ich es allerdings nicht tue, weil ich eben den Bezug zum Bezirk nicht habe. Ich habe beim bei der Landesvorstandswahl hat es mich ein bisschen überrascht, dass die Kandidaten einerseits alle gleich auf waren, andererseits aber alle nicht die nötigen 50% erreicht hatten. Und ich bin damals gefragt worden, ob ich mich nicht nochmal aufstellen würde, bin dann ziemlich gescheitert. Ich würde sagen, berechtigterweise, weil ich auch keine Spontankandidaturen mag. Und ja, ich weiß nicht, ich denke, dass die Aufstellung zum Landesvorstand damals ein Fehler war und einfach darauf basiert hat, dass ich spontan zu wenig Zustimmung bei den anderen Kandidaten gesehen habe. Speziell auf die Landtagskandidatur hinarbeiten tue ich. Ich habe mich vor 2-3 Monaten, wie gesagt, da war die Kreisverbandskandidatur, glaube ich, gerade vorbei oder noch nicht mal vorbei, hatte ich mich eingetragen für die Landtagskandidatur. Ernst ist mir das schon seit, ja, ich meine, es ging irgendwann auf den Landtag zu, es war irgendwann waren irgendwann Aussichten, dass wir es auch in den Landtag möglicherweise schaffen und dass wir einen guten Wahlkampf liefern müssen, und das ist mir ziemlich ernst, ja. Und ich denke, ich habe das auch schon gezeigt, dass ich Piraten auch nach außen vertreten kann, und ja, ich sehe da jetzt einfach auch kein Problem jetzt trotzdem für die, obwohl ich die Bestätigung im Vorstand nicht bekommen habe, für die meine Landtagskandidatur trotzdem jetzt in Angriff zu nehmen. Also da sehe ich absolut kein Problem. Christa? Ich habe eine Frage an alle drei. Und zwar nehme ich ja hier als Bürger auch von München ständig wahr, wie katastrophal die Wohnungssituation ist. Ständig steigende Mieten, nicht genügend neue Wohnungen, die gebaut werden. Mir scheint fast nur teure Büroflächen werden aufgestellt. Insofern, das gehört wahrscheinlich zur Rubrik Soziales. Da habt ihr noch gar nichts zugesagt. Welche Möglichkeit seht ihr darin? Oder wie weit wollt ihr euch einsetzen? Denn mir scheint, bisher passiert da sehr wenig in München. Das finde ich eine Unverschämtheit übrigens. Also, dass es so ist. An alle dran. Ich fange dann einfach mal an. Die Wohnungssituation in München, da gibt es verschiedene Spieler, die da in diesem Bereich agieren. Also besonders ist es eigentlich eine städtische Aufgabe, da entsprechend was zu machen. Aus Landessicht, das Land kann natürlich den Rahmen einfach vorgeben. Und was man da wirklich, also ich finde diese Situation auch unmöglich, weil wir haben wirklich die teuersten Mieten, also die höchsten Mieten in ganz Deutschland. Das muss natürlich weiter entsprechend ausgebaut werden. Und es müssen auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass man vielleicht auch Büroflächen umwandelt. Ja? Oder irgendwelche Leerstände einfach dann auch wirklich schnellstens dann in entsprechende umwandelt. Aktuell vielleicht die Genehmigungszeiten, also Baugenehmigungen einfach, also diese langen Abläufe einfach zurückfahren. Also speziell in Pasing gibt es ja jetzt in Freiham gibt es ja eine neue Siedlung, die da hingebaut wird, 20.000 Einwohner soll das werden, soll ab 2014 dann irgendwie angefangen werden, und es müsste eigentlich schneller gemacht werden. Ja. Aber aus Landessicht besteht da eigentlich auch nur ein begrenzter Spielraum, was man da machen kann. Okay, vielleicht muss ich jetzt doch mal was dazu sagen. Als ich wohnungslos war, hatte ich Sozialhilfe bekommen. Die Wohnung, die einem dazusteht, darf maximal 281 Euro kosten. Das sollen in München 40 Quadratmeter sein. Das ist ein Witz, weil einem Sozialhilfeempfänger oder einem Hartz-IV-Empfänger heute stehen tatsächlich 40 Quadratmeter auch zu. Das funktioniert in München nicht. Das ist dann häufig ein bürokratisches Problem, dass die Leute in leerstehende Wohnungen nicht reinkommen, weil dafür eben mehr Miete verlangt wird. Das haben wir auch in München, das Problem. Es gibt in München genug leerstehende Wohnungen. Das heißt, da muss tatsächlich eingegriffen werden. Das kann nicht nur das Land, das kann auch die Stadt. Was mich vor allen Dingen aber auch stört, das Land und die Stadt, beide haben teilweise Vorkaufsrechte für irgendwelche Flächen, die sie dann von irgendwelchen anderen Investoren kaufen lassen. Das haben wir jetzt gerade auch Alex hat schon gesagt, in Pasing jetzt gesehen, da werden jetzt auch Wohnungen gebaut, zum Glück,
Das heißt, da können wir jetzt wieder damit rechnen, dass sich die Situation ein bisschen entspannt. Wobei, gerade auch im Pasing ist es natürlich so nach Pasing, Aubing, Lochhausen raus, das ist alles noch Dorf, das ist alles noch Land. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass die Sachen, die wir dort bauen, die Flächen, die wir dort bebauen, dass es auch zu der Gegend passt. Ich habe das in Aubing gesehen, das ist meiner Meinung nach so ein kleines Neuperlach geworden, wenn nicht sogar ein Hasenbergel. Also dort waren sehr große, sehr viel bevölkerte Siedlungen, direkt neben Neuaubing, wo sehr kleine, wieder Einfamilienhäuser sind. Und ich denke, was man da langfristig auch machen muss, ist, dass man ein bisschen dafür sorgt, dass sich die Bevölkerung ein bisschen mehr wieder durchmischt. Das ist jetzt vielleicht, mag jetzt vielleicht nicht so ins Auge stechen am Rand von München, was wirklich Stadtrand ist, also was wirklich schon draußen ist, was teilweise auch durch ehemalige Stadtgrenzen auch ziemlich stark noch räumlich getrennt ist. Und ich denke, wir müssen da auch einfach dafür sorgen, dass es eine Ausgewogenheit gibt in Bezug auf die Flächennutzung auch. Und ich glaube, dass die bayerische Landesregierung da auch viel weniger eingreift, als sie es tun sollte. Das neue Stadtgebiet München-Freihamm habe ich mir im Detail schon häufiger angeschaut. Ich habe mir die Pläne angeguckt. Es gibt 17 Architekturbüros, die dort Vorschläge gemacht haben. Auch in Gämmering gab es mal eine Infoveranstaltung der Grünen, an der ich teilgenommen habe. Aber hier geht es um 20.000. Das wird das Problem in München in keinster Weise verändern. Das Problem, was wir haben, ist eigentlich, dass in den letzten Jahren der Mietmarkt liberalisiert wurde. Wir sind zwar auch eine liberale, von der Einstellung her, von einer Partei, aber wir sehen das ja auch so, dort, wo der Markt es nicht selbst reguliert, muss der Staat auch entsprechend eingreifen und die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen. Da es hier eigentlich hauptsächlich um ein kommunales Problem geht, kann man meinen, der Landtag hat hier gar nichts zu sagen. Bei der Gesetzgebung ist aber der Landtag wieder das entsprechende Organ, das tatsächlich hier Rahmenbedingungen als Gesetzgeber schaffen kann und eben zum Beispiel Mieterhöhungen einschränken kann, die eben auch einer Gentrifizierung entgegenwirkt. Man muss eben auch sich anschauen, dass man noch einen Wohnraum in München hat, der entsprechend von seiner Bevölkerung durchwachsen ist und nicht, dass das dann durch Modernisierung dann tatsächlich der normale Bürger mit einem etwas kleineren Einkommen oder sogar ein Sozialhilfeempfänger aus einem Stadtgebiet, wo er vielleicht geboren ist, vertrieben wird, weil er sich dann einfach eine Mieterhöhung nicht leisten kann. Und hier müsste man schon als Gesetzgeber entsprechende Rahmenbedingungen wieder vorgeben. Ein anderer Aspekt ist, dass natürlich auch der Staat als eigener Bauträger auch wieder vermehrt auftreten kann und nicht nur, dass man denkt, das ist eine rein privatwirtschaftliche Angelegenheit, sondern wenn man sieht, dass wir eine Wohnungsnot haben, dass auch wieder Kommune auch wieder vielleicht durch Unterstützung aus Mitteln aus dem Landeshaushalt als Bauträger auftreten kann. Auch Genossenschaften sollten weiterhin unterstützt werden, und da die eben halt deutlich günstigeren Wohnraum anbieten und eben nicht den Gewinnmaximierung als oberstes Ziel ansehen. Herbert? Und zwar, was mir abgeht, ist ja speziell noch Themen von Aubing oder von Pasing, wenn ich zum Beispiel anschaue, was habt ihr für eine Meinung zur Stammstrecke und zur U5? Also diese beiden Punkte, die sind also maßgebend bei den nächsten Wahlen, weil die Stammstrecke und die U5, die wird auf alle Fälle vom Münchner Westen gefordert. Und wenn wir das dementsprechend negativ verkaufen, dann machen wir da draußen überhaupt keinen Stich. Also das auf alle Fälle. Weil es ist ja so, also in Aubing zum Beispiel, da macht Lollihop nächstes Jahr zu, da werden 450 Wohnungen hingebaut, Leinfeldstraße 500 Wohnungen, 20.000 da drüben. Mittlerweile kommen in der Früh um 6 in Aubing in die S-Bahn nicht mehr einsteigen, weil die voll ist. Die Kinder können teilweise in der Früh um 7 Uhr nicht, wenn die in die Schule fahren, weil die S-Bahn voll ist. Vorschläge. Ich stehe voll hinter dem Beschluss, den wir in Maxhütte getroffen haben. Das Ziel unseres Antrages, den wir da formuliert haben, ist ja, dass wir einen 20-Minuten-Takt auf allen Ästen ganztägig haben möchten. Also nicht nur in den Außenbereichen im 40-Minuten-Takt. Und dass wir in den stadtnahen
Region einen 10-Minuten-Takt fordern. Dies ist mit der geplanten Standstrecke, also mit dem zweiten Tunnel, also der Staatsregierung, besonders mit dem Mittwall 6T, mit dem ist das nicht zu erreichen. Mit diesem Konzept wird es für alle schlechter werden. Die S-Bahn, die jetzt im 20-Minuten-Takt fahren, werden teilweise nur noch im 30-Minuten-Takt fahren. Nur an wenigen Haltestellen, wie zum Beispiel jetzt auf der Strecke jetzt nach Germering, weil Germering schon einen 10-Minuten-Takt hat in den Schwerpunktzeiten, wird sich dort keine Verschlechterung zeigen. Aber es wird auch keine Verbesserung geben. Deshalb ist dieses Konzept der Staatsregierung eine Verschlechterung und wird das Problem nicht lösen. Wir haben nämlich nicht das Problem der Stammstrecke, dass dort zu wenig Züge fahren könnten, sondern wir haben das Problem an beiden Flaschenhälsen, das ist nämlich Pasing selbst, dass nicht genügend Züge reinfahren können. Es ist nicht das Problem, dass nicht genügend Züge durch den Tunnel fahren könnten, sondern wir haben das Problem, dass nicht genügend Züge in den Pasing halten können, weil wir haben oftmals die Situation, dass die schon in Westkreuz erst halten müssen, weil sie in Pasing nicht einfahren können. Das gleiche haben wir am Ostbahnhof. Hier haben wir auch das Problem, dass der Ostbahnhof ausgebaut werden müsste, nicht die Stammstrecke. Aber wenn man jetzt eben das aktuelle Projekt von der Staatsregierung umsetzen würde, so wie es geplant ist, würde eben mal keine Investition in Pasing und nicht am Ostbahnhof stattfinden. Und deshalb wäre das kontraproduktiv, gerade eben halt für dieses Problem. Ich bin ein starker Befürworter von der U4, U5 Verlängerung zu Pasing. Wir haben jetzt gerade den Umbau des Marienplatzes, wo die Straßenbahn an Pasing, also an den an Bahnhof Pasing direkt rangebaut wird, was sehr begrüßend ist, weil man musste immer erst darüber sprinten. Und das ist ein ordentliches Stück jetzt mit der Straßenbahn. Also da haben wir dann die Verknüpfung mit der Straßenbahn, mit den Bussen, mit den S-Bahn, mit dem Regionalverkehr, mit dem Fernverkehr. Was da tatsächlich fehlt, ist noch die U-Bahn. Leider ist im Moment das von der Staatsregierung gecancelt worden. Man hat keine Neuanmeldung beim Bund für dieses Projekt gemacht. Das ist jetzt komplett rausgefallen. Das ist ein Rückschritt, den man hier nicht machen sollte. Und zusätzlich auch könnte die U5, besonders wenn man sie auch im Osten bis nach Engelschalking verlängert, dann eine echte Alternative, auch weil es eine Parallele zur Stammstrecke ist, auch die Stammstrecke an der Stelle entlasten. Nur in der Stadt wird da halt anders gedacht, weil U-Bahn und S-Bahn, das sind wieder konkurrierende Unternehmen. Das eine ist die Deutsche Bahn, die das trägt, das andere ist eben halt die MVG, die da Träger ist. Aber dieses Denken, das muss mal aufgebrochen werden und man muss in einem Gesamtkonzept denken. Und hier ist natürlich auf jeden Fall die U4, U5 nach Pasing zu verlängern. Das ist jetzt schade, dass das jetzt beim jetzigen Bauprojekt, weil es gab ja mal die Planung, die gleichzeitig mit der Nordumgehung Pasing zu bauen, weil die U-Bahn ja direkt südlich der Nordumgehung Pasing, die ja im ehemaligen Gleisbett des Güterverkehrs gebaut wird. Also das zu bauen, das hat man ja leider nicht umgesetzt. Das hat jetzt Gründe der Wirtschaft zu tun gehabt, also das Einbruch 2008. Aber es war schade, dass man es nicht gemacht hat. Ja. Kurz, aber nicht alles so lange. Was Ron sagt, also ich stehe auch hinter dem Konzept, das wir erarbeitet haben. Und was mir aber auch wichtig ist, dass wir den Pasingern das vermitteln können. Ich glaube, Voraussetzung dafür ist, dass Bestandteil unseres Konzeptes wird, dass wir die U5 ausbauen, auf jeden Fall. Voraussetzung ist aber auch, und das ist ganz wichtig, dass wir die Zahlen, die wir jetzt generieren können, das heißt die Zahlen, die wir jetzt, die Statistiken, die wir jetzt machen können, die nachweisen, dass wir dadurch auch eine Entlastung für den Innenraum Pasings quasi erzeugen können durch den Südring und durch den U5-Ausbau, dass wir diese Zahlen auch veröffentlichen. Und da sehe ich, glaube ich, auch das große Problem, dass einfach die Transparenz fehlt. Es fehlt auch die Transparenz bei den Bebauungsplänen, für jetzt nicht nur für die zweite Stammstrecke, sondern das Problem werden wir dann auch bei einem Südring-Ausbau eventuell haben. Das heißt, um das Ganze auch den Pasingern zu vermitteln, die ja am stärksten davon betroffen sind, glaube ich, müssen wir einfach auf Transparenz setzen. Dann würde ich sagen, das Nächste, was dann wichtig ist, ist, dass wir eine Art Bürgerbefragung machen, damit sich die Pasinger da auch nicht umgangen fühlen. Dass wir sagen, wir bringen eben auch Bürgerbeteiligung irgendwie ein. Die CSU versucht es jetzt gerade, das war gerade heute in den Schlagzeilen, mit dem Autobahnausbau, mit einer ganz netten Idee, schreibt uns doch eine E-Mail. Das funktioniert aber nicht, wenn die Leute keine Ahnung haben, was eigentlich gebaut werden soll.
Schreibt uns doch eine E-Mail, ist mir eigentlich auch ein bisschen zu wenig. Ich möchte, dass das alles abgestimmt wird. Genau, das ist eigentlich das, was ich noch dazu zu sagen hatte. Ja, also ich bin komplett für eine Verlängerung der U-Bahn. Das steht schon mal fest. Und mit unserem Konzept, das wir jetzt abgestimmt haben beim letzten Landesparteitag, wo es das Einzige war, was wir abgestimmt haben. Ich habe mir das Konzept, also ich war eigentlich ein Verfechter dieser Stammstrecke als solches. Und ich habe es mir nochmal erklären lassen. Und dieses Konzept, das schließt eigentlich auch nicht aus, dass man dann im Nachhinein noch die Stammstrecke dann zusätzlich baut, wenn die entsprechenden Mittel dann vorhanden sein sollten. In der Zwischenzeit haben wir einfach nicht die Mittel zur Verfügung, auch aus diversen Töpfen. Und da ist unser Konzept eigentlich das kostengünstigste, was Pasing eigentlich am meisten bringt. Ja. Das ist mein Kommentar dazu. Nachdem ich diverse Signale aufgefangen habe, die Mitglieder der Versammlung können eine Begrenzung der Redezeit beantragen. Ihr könnt euch auch einfach nur kurz fassen da vorne, bitte. Dann hätten wir Flo, dann Martin. So, eine dritte Proxy-Frage, auch die geht an Michelle. Wo fängt sie denn an? Da. Du hast gesagt, dass du den CSD organisiert hast. Leider warst du selten und nur nach Aufforderung bei LAVO-Telcos, um deinen Bericht als Beauftragte abzugeben. In der Fraktion brauchen wir zuverlässige Leute. Wie wird sich das bessern? Das ist ganz richtig. Vom Landesvorstand war aber auch umgekehrt niemand beim CSD. Ich habe tatsächlich den Landesvorstand also gerade bei den bayernweiten CSDs sah es leider mit dem Landesvorstand ein bisschen mau aus. Es waren aber Leute da. In München waren Leute da, das ist richtig. Es ist tatsächlich so, ich habe mir damals kein Budget geben lassen, weil ich gesagt habe, das ist eine Budgetverantwortung, die brauche ich nicht unbedingt. Ich wollte auch nicht hergehen und sagen, ich habe jetzt 1000 Euro und gebe die dann einfach mal aus. Ich musste zur Landesvorstandstelco ein einziges Mal, soweit ich mich erinnere, als es um die Beauftragung ging. Da hatte man mich vorher nicht informiert, dass diese Beauftragung in diese Telco entschieden wurde. Da war allerdings vorher auch alles abgesprochen. Und ich glaube, es war vom letzten Jahr her schon so, dass es nicht unbedingt nötig war, dass ich mich da einbringe. Ich fand es aber auch einfach schade, dass ich nicht vorher informiert wurde, dass es in diesem Tag entschieden wird. Die andere Sache ist, die zweite Sache, weshalb ich zur Landesvorstandstelco rein musste, war die Aufkleberbestellung, die damals gemacht worden ist. Das hatte ich sehr kurzfristig erfahren, habe mir dann einen Zugang zur es war die Landesvorstandstelco, es war damals zum Glück noch kein Bammel, das hatte ich nämlich auch gesagt, dass ich dazu noch keinen Zugang hatte. Habe mir dann einen Zugang zur Landesvorstandstelco noch beschaffen müssen an dem Tag, an dem ich auch schon angekündigt hatte, dass ich was vorhatte. Und ich war trotz dieser Verhinderung auch anwesend und habe auch kurz das mit den Aufklärern abgemacht, was man eigentlich auch hätte per E-Mail klären können, meiner Meinung nach. Beziehungsweise was intern auch im Landesvorstand hätte abgesprochen werden können und einfach per Umlaufbeschluss beschlossen werden konnte. Ich fand da eigentlich keinen großen Redebedarf. Weil die Aufkleberbestellungen ziemlich genau das waren, was wir auch letztes Jahr gemacht haben. Und bei den großen Sachen, für die ich verantwortlich war, hatte ich Verantwortliche in Regensburg. Das war eine größere CSD-Teilnahme und ich hatte in München, war für die komplette CSD-Teilnahme sowieso der KV München zuständig. Und bei dem KV München war ich auch bei den entsprechenden Vorstandssitzungen dabei. Du hast auf den zweiten Teil noch nicht geantwortet. Erstens mal, es gibt jedes Mal einen Bericht der Beauftragten, da warst du nie da. Einmal wurde sogar extra ein Beschluss gefasst, dass du eingeladen wirst. Ist im Protokoll nachzulesen, aber jetzt der zweite Teil der Frage, wie wird sich das bessern? Also ich werde es wie sonst auch machen. Ich werde meine Berichte an den... Also ich werde es machen, wie ich es bisher gemacht habe. Ich werde meine Anfragen und Berichte an die Vorstände, an die Beteiligten schicken. Ich habe es eigentlich bisher schon so gemacht. Ich habe auf eine E-Mail damals auch teilweise schon eine Reaktion bekommen. Deswegen wundert es mich auch, dass dazu gar nichts jetzt genannt worden ist, gerade in Bezug auf diese Aufklebergeschichte.
Ja, ich habe jetzt angefangen, weil es teilweise tatsächlich häufiger vorkam, dass ich keine Reaktion auf irgendwelche Anfragen bekommen habe, dass ich Anfragen nicht nur an die Vorstände geschickt habe, sondern gleichzeitig an die Mailingliste. Das war jetzt einmal in München so und es war mindestens einmal im Landesvorstand auch so. Und das werde ich auch in Zukunft zur Hand haben, dann denke ich, kann ich mich auch darauf verlassen, dass es dann auch den Landesvorstand mitbekommt. Ich habe, wie gesagt, ich habe nur umgekehrt nie eine Einladung zu einer Beauftragten. Ja, weil es das halt immer gibt. Das steht jedes Mal auf der Tagesordnung. Martin. Ich hätte eine ganz kurz zu beantwortende Frage an alle drei Kandidaten. Am besten eine Reihenfolge: Ron, Michelle, Alex. Wobei das auch, das ist auch schon theoretisch. Es gibt auch im Landtag Redezeitbegrenzungen. Unter anderem auch bei Gesetzen, bei den ersten Lesungen. Wie hoch oder wie viel Zeit hat eine Fraktion, um eine Stellung zu nehmen in der ersten Lesung zu einem Gesetzentwurf? Einfach nur eine Zahl im Raum. Danke, Dominik. In Minuten. Ich bin mir nicht sicher, ich meine, es sind 5 Minuten. Okay. Ich meine, es sind 7 bis 10 Minuten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte davon gelesen, für die gegnerische Fraktion dann quasi zu reden. Okay. Gegenfrage, meinst du jetzt die komplette Fraktion? Ich meine die komplette Fraktion der ersten Lesung. Also jede einzelne Fraktion in der ersten Lesung. Okay. Die den Gesetzentwurf einbringt oder jede Fraktion in der ersten Lesung zur Stellungnahme. Okay, also ich denke mal, also es werden ja vielleicht mehrere Redner sein in dem Sinne. Also der Hauptredner einfach 7 Minuten. Also kurz zur Aufregung, man muss es richtig schön auf den Punkt bringen, sowohl für die Begründung des Antragstellers als auch für die anderen Fraktionen sind 5 Minuten, von denen er hat auch recht, aber 5 Minuten hat die gesamte Fraktion Zeit. Vorbildlich. So, du bist wieder dran. Ich kann nur eine Redezeitbegrenzung geben. Also eine Frage, die sich einfach mit Handaufheben lösen lässt. Wer von euch hat schon vom Leimer Modellversuch bei Wohnungsbau gehört? Okay. Ich sehe niemanden, dann löse ich das kurz auf. In Leim gibt es entlang der Bahnstrecke relativ viele Bauten. Da sind ursprünglich nur Gewerbebauten vorgesehen worden. Dank der Wohnungspreise wird da allerdings zum Beispiel auch ein Studentenwohnheim von einem privaten Investor gebaut. Ich habe jetzt das nächste Herbert, aber sehe ich gerade jemand? Okay. Habt ihr gewisse Vorschläge, und zwar Neu-Aubing haben unter anderem rund 1000 Wohnungen, Sozialwohnungen von 68, mittlerweile sind 400 dazugekommen. Neu-Aubing ist mittlerweile eines der großen Problemgebiete in München, also Richtung Neuperlach und Hasenberge. Es werden teilweise soziale Einrichtungen abgebaut, habt ihr euch da schon mit Gedanken gemacht, was man da eventuell verbessern könnte? Ganz kurz, die sozialen Einrichtungen wieder aufbauen. Also, dass sich solche Problemviertel bilden, das haben wir ja dann auch zum Beispiel in Riem gesehen. Das liegt eigentlich daran, dass man sozusagen von städtischer Seite einfach die Leute daraus treibt. Man, also ursprünglich zum Beispiel in Riem, das ist das größte Viertel, das jetzt gerade so aufkommt, ist es eigentlich so, dass man die Leute, dass man zunächst einen kleineren Anteil von Sozialwohnungen geplant hat und das Ganze da aufgestockt hat. So hat man sich so eine Art Ghetto geschaffen und so ähnlich ist es auch da. Was man da machen könnte, wäre natürlich irgendwie die Bebauung zu verändern, im weiteren Ausbau einfach darauf zu achten, dass es nicht mehr in diese Richtung geht. Was unschön ist, ist da erstmal von einem Problembezirk oder generell von einem Problem zu sprechen, weil das ist wieder so irgendwie, man zeigt erstmal mit dem Finger dorthin und schafft damit auch eine negative Wahrnehmung vor Ort. Aus Landessicht weiß ich jetzt nicht, ob man da überhaupt was bewegen könnte, weil es hier wieder eher ein kommunales Münchner Herausforderung darstellt. Und es ist natürlich wichtig, hier drauf frühzeitig zu reagieren und nicht erst, wenn man jetzt tatsächlich irgendwelche Missstände dort feststellt. Wenn man soziale Einrichtungen schließt, ist das nicht der richtige Weg.
weil wir dann vielleicht am Ende ja, vielleicht sogar Straftaten, weil Jugendliche Langeweile haben, begangen werden. Da sollte es natürlich auch entsprechend Angebote geben. Also lieber Geld in Angebote investieren, als nachher irgendjemanden zu bestrafen oder wegzusperren oder dann im Nachgang irgendwelche Dinge anzubieten. Da müsste man vielleicht mal prüfen, ob man auch aus dem Landeshaushalt für entsprechende soziale Projekte, die man auch vor Ort, jetzt auch vielleicht auch in Neuaubingen initiieren könnte, verwenden könnte. Nadine? Michelle, du hast vorhin gesagt, du wolltest keine Verantwortung für ein Budget über 1000 Euro übernehmen, betreffs des CSD. Dir ist eigentlich schon klar, dass sowohl der Wahlkampf eine Budgetgeschichte werden wird, als auch ein eventuelles Landtagsmandat, wo dann teilweise über Millionenbudgets verhandelt wird. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Ja, aber ich habe das in dem Moment nicht gesehen, dass ich diese Entscheidungen allein treffen möchte. Und ich wollte auch einfach die Möglichkeit, dass mir andere Leute nochmal, ich stimme da auf was zu, sage, das ist gut und muss mich um nichts mehr kümmern. Und das finde ich nicht gut. Ich möchte, dass ich andere Leute habe, die mitentscheiden, weil ich bin auch nicht perfekt. Und ich weiß, dass es gute Ideen gibt und ich weiß, dass es dann Leute gibt, die herkommen und einem klar machen, Moment, das ist eine super tolle Idee, aber... Und dieses Aber, das sieht man vielleicht nicht sofort. Und das ist einfach der Grund, warum ich sage, dass ein Budget grundsätzlich immer ein bisschen eine schwierige Sache ist, einfach zu sagen, wir schießen da einfach mal rein. Ich hab das auch in anderen Bereichen schon gesehen, dass es teilweise dann einfach ausgegeben worden ist, weil es war ja da. Die andere Sache ist, ich war zu der Zeit, hatte ich leider noch nicht den Kontakt zu allen Verbänden hergestellt, die beteiligte Städte drin hatten und hatte noch nicht von jedem die Bestätigung, ob es denn eine Teilnahme an den Christopher Street Day Umzügen geben sollte. Die Christopher Street Day Umzüge, das hat uns in München knapp 500 Euro gekostet. Dafür wären 1000 Euro für das ganze Land auch schlicht zu wenig gewesen. Es hat zwar die eigenen Bezirke meistens noch irgendwas zugeschossen, aber das hätte da so ein Durcheinander gegeben, dass ich den Leuten gesagt habe, Leute, kümmert euch in euren Bezirken wirklich darum, dass ihr die Bestellungen macht, die ich nicht zentral machen kann, dass ihr euch zentral auch kümmert und dass gerade auch der Bezirksverband Mittelfranken war, glaube ich, der damals ein sehr großes Budget dazu geschossen hat. Das wäre einfach nicht nötig gewesen, da bayernweit ein gemeinsames Budget zu haben. Und für München hatte ich eine Bestätigung, da ist mir zugesagt worden, das war mir auch ganz wichtig, das habe ich auch vorher gesagt, ich will zwar kein Budget, aber ich will eine Zusage, was es denn mit Sicherheit zumindest geben würde. Das habe ich, glaube ich, auch weitgehend eingehalten. Es ist ein bisschen drüber hinausgegangen, deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich sage, ein vorhergegebenes Budget ist vielleicht bei so einer unsicheren Sache und bei so einer Sache, wo es so viele Unklarheiten noch gab, gerade beim diesjährigen CSD, bei dem bayernweiten CSD jetzt, war es nicht unbedingt sinnvoll, da ein Budget zu machen. Okay. Michel, nochmal. Also ich höre jetzt schon wieder nochmal, legen Sie die Idee daher, wieder nochmal. Sagen wir so, das ist eine gute Idee, finde ich, von dir. Und ich finde schon so, ohne die Rest von den Beratern, die war für dich nicht möglich zu machen. Also alleine hast du keine Chance gehabt. Du hast da Spenden gesammelt damals dafür. Mhm. Ja. Ich glaube, die meisten Berater haben mir gespendet dafür, bis das die Möglichkeit zu tun ist. Ja. Und das ist mein, sag mal, Teamwork, ja, in dem Fall ist. Ja. Aber bei dir der Fall. Wenn jemand andere will was tun, dann bist du nicht bereit zu helfen. Und das ist, finde ich, wie es das stimmt nicht. Das stimmt schlicht nicht. Das ist es stimmt. Ich war an den Infostanden der AG 60 Plus. Ich bin bei der AG Maibaum und Tuba bei der Floßfahrt nicht dabei gewesen, weil ich mir den Zeh gebrochen habe, war aber dort auch am Infostand. Ich schleppe regelmäßig Sachen durch die Gegend. Also ich kann mir wirklich nicht vorwerfen lassen, dass ich beim Teamwork, also bei solchen Sachen jetzt nicht dabei gewesen wäre. Ich bin teilweise, eine Sache ist es, ich habe die Orga in der S71 hier, die Landesgeschäftsstellen-Orga-Gruppe, da habe ich mich wie andere auch ein bisschen zurückgezogen, als plötzlich die Hälfte der Leute Entscheidungsbefugnis hat, dadurch, dass die Hälfte der Leute plötzlich Landesgeschäftsstellenleiter oder Vorstand war. Das hat, ich habe... 4 von 20. Ja,
Das ist, das sind von den 20 dann immer, ja, das sind vier Landesgeschäftsstellenleiter, ziemlich viele Leute im Vorstand. Die, das hat einfach dazu geführt, dass sich ein paar Leute übergangen gefühlt haben. Ich muss sagen, ich habe damals auch ein bisschen meine Arbeit auch einschränken müssen zu der Zeit, was einfach mit dem Studium auch wichtig gewesen ist. Und das ist das Einzige, wo ich sage, ja, da habe ich mich aus einem Team tatsächlich ein bisschen zurückgezogen, als da so eine Hierarchie aufgebaut worden ist, die mir nicht gefallen hat. Ich versuche es eigentlich auch immer zuzuarbeiten. Ich habe es gerade auch bei der AG 60 Plus, bei den Infoständen war ich auch sehr viel dabei, dass ich einfach gesagt habe, wie könnt ihr das organisieren? Also was könnt ihr hier eigentlich machen? Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich gerade bei diesem Thema von der AG 60 Plus die Rentenpolitik selber wenig Ahnung habe und nur wiedergeben kann, was mir gesagt worden ist. Das heißt, ich bin hergegangen und habe Infostände geschleppt, weil das ist das, was ich da machen konnte. Und also was du sagst, stimmt schlicht. Also bestimmt. Nein, keine Diskussion bitte. Du hast eine Frage gestellt. Nadine, Martin, Flo. Okay. Michelle, wenn du Landtagsabgeordnete bist, wirst du auch Chefin sein müssen, weil du wirst ein Team leiten müssen. Traust du dir das zu? Ich hatte bei der CSD-Orga verschiedene Gruppen tatsächlich unter mir. Nein. Ich hatte zum einen, das waren verschiedene Teams, die auch miteinander vernetzt werden mussten. Das war zum einen die Organisation von dem LKW in München. Das war der Kalle, der das auf Starnberg gemacht hat zum Glück. Da hat alles ganz gut geklappt. Die mussten aber vernetzt werden mit der AG Malbaum-Tuba. Das war so ein bisschen mein Security-Team für den Wagen. Das Ganze, ich hatte dann noch eine Gruppe von Leuten, die natürlich auch auf dem Wagen musste zum Feiern. Da hatte ich unter anderem in München sehr viel geworben, da hatte ich in Regensburg organisiert. Gerade beim CSD war es wichtig, da war vieles, kam dann miteinander zusammen. Das war zum einen der CSD-Umzug, das war der CSD-Infostand und dieses Jahr war es eine Ausstellung zum CSD, die wir gemeinsam gemacht haben, hier in der Landesgeschäftsstelle. Und letztes Jahr war das war ein bisschen nett, das war das Pumps Race, wo wir noch mitgemacht haben. Das heißt, ich hatte hier drei, vier unterschiedliche Sachen und ja, ich war da in der Führungssituation und die hat aber vor allen Dingen daraus bestanden, Leute vernetzen zu müssen. Ich habe auch schon verschiedene Teams in der Uni auch geleitet, wenn es jetzt irgendwie um Arbeit ging. Und ich habe genau, früh in meinem Praktikum damals auch teilweise Teamverantwortung gehabt. Tja. Gut. Martin? Auch nur eine kurze Frage zum Händchenheben von allen dreien. Und zwar gibt es, wenn ihr da wahrscheinlich in Pasing oder in Leimau am Infostand steht, vielleicht auch Personen, die schon länger dort wohnen und die von einem Pasinger Knödelkrieg reden. Wer weiß von euch, was das ist? Okay. Okay. Alex und Michelle. Also, dann Flo, komm nicht zum Antworten. Also der Pasinger Knödel. War keine Frage zum Beantworten. Für die Leute an der Antwort interessiert, sie ist gut. Wenn, dann darfst du Martin kurz auflösen. Gut. Also es gab in den 60er Jahren einen Bürger in Pasing, der sich tierisch über die Tiefflieger aufgeregt hat. Und er hat dann angefangen mit einem nachgebauten Geschütz, die Tiefflieger mit Knödeln zu beschießen und das hat es bis auf die New York Times gebracht und die Tiefflüge wurden auch eingestellt. Er hat den Krieg gewonnen. Sehr dramatische Aktion, würde ich sagen. Ich darf nur kurz ergänzen. Mittlerweile steht das Gerede der Knödelei und der gute Mulls vorig so 90 geworden, der wohnt in Pasing am Volkweg. Gut, jetzt auch eine Frage an die Ehrlichkeit der drei Kandidaten, deshalb auch von allen. Bitte kurz beantworten. Was ist eure persönlich größte Schwäche, die von anderen in einer möglichen Fraktion ausgeglichen werden müsste? Ist böse, ja. Ist eine Proxy-Frage. Also meine größte Schwäche ist eigentlich auch meine Stärke, ziehen gerade die Ehrlichkeit. Ich bin so ehrlich erzogen worden, dass mir das Lügen extrem schwerfällt und ich eigentlich fast nie lüge. Also Mir tut es immer weh, wenn ich quasi lüge. Und das führt auch manchmal dazu, dass ich jemandem direkt meine Meinung sage. Also wo ich jetzt bewusst jetzt jemanden beleidigen möchte oder sowas, sondern ich sage einfach bewusst ehrlich meine Meinung.
aber weil ich das auch dann so sehe. Und, ich habe zwar mittlerweile gelernt, dass es sozial besser angepasst wäre, wenn man 200 Mal am Tag liegen würde, aber ich tue mich da einfach extrem schwer damit und kann das nicht. Also bei mir glaube ich dasselbe. Man hat mir gesagt, ich bin unbequem. Andere Leute haben mir gesagt, ich wäre zu aufrichtig. Ja, ich schaffe es nicht, Leuten irgendwie irgendwas so unter der Hand ein bisschen zu sagen und zu sagen, na, dein Kleid gefällt mir nicht ganz so gut heute, sondern ich sage einfach, das ist scheiße. Ich bin in die Partei eingetreten, weil ich die Partei als sehr unbequem empfunden habe, weil sie rausgegangen ist, weil sie laut geworden ist. Wie kann man das innerhalb der Fraktion ausgleichen? Ja, man wird mich zurückhalten müssen, man wird mir Regeln auferlegen müssen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, irgendwas noch nicht sofort zu verbreiten. An die kann ich mich halten, wenn es vernünftige Argumente dafür gibt. Was die anderen Sachen angeht, ja, also das ist eine unbequeme Partei. Also bitte, ich glaube, ich gehöre hierher. Ja, also meine größte Schwäche in dem Sinne ist einfach, ich lade mir einfach zu viel auf. Ja? Also ich muss das immer wieder unter Kontrolle halten, dass ich nicht zu viel auf mich nehme. Aber ich denke mal, da kann ich immer an mir arbeiten, da kann die Fraktion noch ein bisschen mithalten. So. Achim? Ja, danke. Das ist alles ein bisschen sehr vergangenheitslastig gerade. Ich möchte gerne mal eine Frage in die Zukunft richten und die geht um den Wahlkampf. Ihr seid alle drei nicht im Stimmkreis heimisch, mit unterschiedlicher Entfernung, um es mal vorsichtig zu sagen. Straßenwahlkampf, was für ein harter Straßenwahlkampf, bedeutet aber auch beispielsweise morgens von 6 Uhr bis 9 Uhr an den U-Bahn-Haltestellen zu stehen und Flyer zu verteilen. Wer von euch schafft es denn, mit Anreisen und allem hin und her tatsächlich diesen Straßenwahlkampf so zu bestehen, dass man sagen kann, Pasing fällt nicht allein schon aufgrund des Kandidaten oder der Kandidaten hinten ab? Handzeichen? Handzeichen oder Antwort? Vielleicht eine kurze Erläuterung, warum das mit euch möglich ist. Also erstmal werde ich in Aubing, Pasing, Lochhausen, Lochham leider nicht mit der U-Bahn dort sein, sondern mit der S-Bahn, wenn überhaupt an irgendwelchen S-Bahn-Stationen stehen. Die einzige S-Bahn-Station, die in dem Gebiet ist, Pasing ganz zentral, Aubing, soweit ich weiß. Was mir viel wichtiger ist, ist, dass wir an die Leute rausgehen. Und ich glaube, was auch gerade in dem Bereich sehr wichtig ist, es ist noch immer ziemlich viel Land, das sind immer noch ziemlich viele Bauern. Das ist immer noch, man merkt es jetzt auch im Wahlkreis, sehr stark CSU-lastig. Der Herr Bernhard, der hat da einfach seinen festen Bezug. Die sind dort auch integriert in zum Beispiel den Faschingsumzug dort. Das heißt, es wird wesentlich mehr sein als von 6 bis 9, was ich auf jeden Fall machen kann, weil ich aufgrund meiner Arbeitszeiten sehr flexibel bin, an irgendwelchen Infoständen zu stehen, sondern man muss sich da auch im sozialen Leben engagieren. Und ich bin da über meine Verwandtschaft halt auch teilweise auch schon ein bisschen integriert. Ich werde vielleicht jetzt nicht unbedingt gemeinsam mit der CSU den Weihnachtsmarkt machen, aber ich fände es schön, wenn wir zum Beispiel eine eigene Faschingsgruppe haben. Und ich finde das viel wichtiger, dass wir uns dort, leider ist es in Pasing tatsächlich so, dass wir hier nicht mit Münchner Methoden rangehen können. Hier müssen wir nicht sagen, hier sind wir und kommt jetzt zu uns, sondern wir müssen wirklich reingehen und sagen, Leute, hier seid ihr und wir beteiligen uns an euren Aktionen. Und wie gesagt, ich kenne da Leute, die teilweise auch in den örtlichen Gruppen auch schon integriert sind. Die sind teilweise halt sehr schwarz. Es wird sehr unbequem, sich dort einzubringen, aber mit ein bisschen Druck, glaube ich, geht es auch. Genau. Und was mir ganz wichtig wäre, es gab dort mal den Stammtisch der jungen Piraten. Der ist jetzt in die Innenstadt verlegt worden, dass wir dort wieder einen eigenen Stammtisch haben. Das ist nicht unbedingt in Konfetti, das ist noch in Pasing, sondern wirklich auch noch weiter raus, eben auch gerade in die Problembezirke, in Aubing, Neu-Aubing, Dankeschön. Ja, bei mir, ich werde mir die Zeit nehmen, so viel wie möglich, und ich werde da rausgehen und den Wahlkampf stemmen, also das ist klar was so, ich bin da auch gut vernetzt, das werde ich schon hinkriegen. Also in den letzten 3 Jahren bin ich schon an so vielen Infostanden gestanden, sodass ich es gar nicht mehr zählen kann. Also schon im Wahlkampf 2009 oder in Bremen oder in Berlin. Durch die räumliche Nähe ist es mir ein leichtes, auch im Stimmenkreis zu sein. Also als Ansprechpartner steht im Moment Klaus drin. Ich habe mich auch als Wahlhelfer schon im Wiki eingetragen. Und auch völlig unabhängig von dem, wie es heute ausgeht, werde ich auf jeden Fall dort Wahlkampf machen.
Ich habe auch schon von Leuten vor Ort gehört, wo man dort auch an einem S-Bahn stehen sollte, weil da stehen auch ab und zu andere. Warum steht nicht ihr? Da bin ich schon häufiger gefragt worden. Und ich möchte eigentlich heute nur mein Gesicht als Direktkandidat zur Verfügung zu stellen. Den Wahlkampf werde ich dort genauso wie auch in Germering oder Fürstenfeldbruck auch mitmachen. Also das ist davon völlig unabhängig davon. Und weil ich auch die räumliche Nähe dazu habe, auch eben diesen gesamten Stimmenkreis insgesamt kenne. Also ich bin komplett schon mit dem Fahrrad abgefahren. Ich bin auch heute schon einmal quer durchgefahren, als ich mit dem Fahrrad von Germering bis hierher gefahren bin. Also ich kenne einfach die Ecken, ich kenne die neuralgischen Punkte, wo man auch durchaus einen Infostand dort machen kann. Und ich stehe auch um 6 Uhr morgens zur Frage. Veit? Nochmal, Michael. Wegen dieser Idee, das ist wieder dasselbe. Weil du hast doch vorher mit von Infostand hast du geredet. Also da hast du, hat er schon, also die ganze Veranstaltung war 2 Tage lang, Samstag, Sonntag. Am Samstag warst du kurz dabei auf dem Infostand und Sonntag gar nicht. Also ich kann mich erinnern, dass ich am Sonntag Streetlife kurz dabei war. Ja. Hast du gerade gesagt, gar nicht. Am Sonntag war ich auch dabei. Ich weiß, dass du den ganzen Tag da warst. Das war für mich einfach ein Wochenende, wo ich nur wirklich diese Zeit aufbringen könnte. Und ich habe die Zeit, die ich aufbringen konnte, auch am Infostand verbracht. Auch sehr aktiv mitgeholfen. Und was du dort gemacht hast, dass du 2 Tage dort gestanden bist, das hatte ich beim Streetlife 2011 gemacht. Bei dem ersten, bei dem zweiten nicht. Da war ich gerade zur Freiheit statt Angst in Berlin. Ich habe es beim Streetlife 2010 gemacht, wo ich eigentlich mit hauptverantwortlich für die Planung war. Und ich habe beim diesjährigen CSD war es so, dass ich gesagt habe, dass ich samstags voll Zeit habe, dass ich samstags voll dabei bin. Ich war allerdings sonntags, wie angekündigt, auch schon mittags, kurz nachmittags weg. Ich habe es so weit wie möglich noch ausgereizt, aber ich musste dann auch wirklich irgendwann gehen. Ich hatte mir da aber auch schon ein Team organisiert, das dann den Infostand betreut am Sonntag. Und ich sehe, das ist alles eben eine Frage von Organisation. Dass ich im Team arbeite, heißt nicht unbedingt, dass ich hier Leithammel bin und dass ohne mich nichts geht. Also das sehe ich jetzt nicht unbedingt so, solange das eben zuverlässig angekündigt ist. Gut. Nadine, hattest du noch was? Einmal enttäuscht. Bitte. Das sind ja immer recht reflexive Fragen oftmals gewesen. Jetzt hat bezogen auf den Wahlkampf im Münchner Westen, wie wollt ihr die Bürger in Pasing, Aubing, Neuwied, Allach, wo sprechen, weil die sind noch bohrisch. Gell? Und wie ist eure Persönlichkeit dann? Wie wollt ihr die Leute ins Gespräch bringen? Das sind jetzt so ein ja, interessierter Mini, die wählen jetzt halt die Partei. Ich habe mit 14 Bauerntheater gespielt. Meine Mama, die kommt nur vom Land. Und ich glaube, ich kann auch relativ schnell umschalten, wenn es nötig ist. Okay. Und ich weiß, dass es sehr wichtig ist. Danke. Der bayerischen Mundart bin ich nicht mächtig. Echt? Ich könnte hier eher ein bisschen platt reden, aber das kommt hier vielleicht nicht ganz so an. Also mir ist es ja eher wichtig, auch unsere Zielgruppe, die jetzt vielleicht nicht unbedingt der konservative Wähler ist, mit unseren Themen zu überzeugen. Und durch die entsprechende Erfahrung an vielen Infoständen denke ich, dass ich das auch in dem Stimmenkreis machen kann. Bei Infoständen in Fürstenfeldbruck, was noch ein bisschen weiter westlich ist, ist uns das auch durchaus gelungen. Ich habe erzählt, dass wir durch unseren Wahlkampf das entsprechende Ergebnis deutlich verbessert haben, also signifikant, was man tatsächlich in den entsprechenden Ergebnissen sehen kann. Und das sehe ich in Pasing genauso möglich. Das Ganze ist sehr wichtig. Ich bin zwar gebürtiger Wolfratshauser, aber man hat mir das schon ein bisschen abtrainiert. Aber wie gesagt, ich komm eigentlich mit den meisten Leuten ganz gut ins Gespräch. Ja. Okay. Weitere Fragen? Ich habe niemand mehr auf der Liste. Ja, ich habe eine Frage.
sind eigentlich in Pasing oder Minzing oder überwiegend Wähler, sind die über andere Parteien wählen, infoständig ausreichend? Oder sollte man die nicht irgendwie da halt persönliches Schreiben oder so auf andere Weise ansprechen oder Veranstaltungen mal machen, einen Bürgersaal oder so, damit man die Bürger einfach näher bei sich hat? An alle Kandidaten. Also ich habe schon gesagt, nein, wir müssen wirklich in die Vereine auch reingehen. Die andere Sache ist, Mensch, Pasing oder Menzing, Ron hat es gerade gesagt, es ist tatsächlich nicht unsere Zielgruppe. Da wohnen tatsächlich Villenbesitzer. Da ist Schloss Blutenburg. Ich meine, was ist das denn für eine Gegend? Das heißt, wir müssen wirklich schauen, wie bringen wir unsere Positionen dort unter. Oder was haben die Leute überhaupt für den Grund, uns zu wählen? Denen geht es doch gut. Ehrlich gesagt, gerade für die Gegend, in Aubing kann ich es, in Aubing wohnen meine Leute. Gerade für die Gegend Pasing-Obermenzing, ich weiß. Ich weiß es tatsächlich nicht. Briefe verschicken finde ich aufgrund von Datenschutzgeschichten eher nicht so gut. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen schaffen, dort auch die Jungwähler anzusprechen und die Neuwähler anzusprechen. Also ganz wichtig ist die persönliche Ansprache. Ja? Das ist wirklich das A und O. Und so Veranstaltungen, ich habe eigentlich auch schon Andreas Witte gesprochen, der würde sich dann auch freuen, da mal einen Vortrag zu den entsprechenden Verkehrsanbindungen zu machen. Und das ist zum Beispiel so eine konkrete Aktion. Ne? Also das, was du ansprichst, eben Veranstaltungen auch in Bürgersehen zu machen, das ist auch ein A und O. Also so viel mit den Infoständen spricht man tatsächlich nicht wirklich an. Das ist ein paar Leute, die dann tatsächlich mal stehen bleiben, wenn man aber eine Veranstaltung entsprechend auch durch Plakate, die darauf hinweisen und auch in der Zeitung ankündigt, da kann man schon mal einen ganzen Saal mitfüllen. Das haben wir ja auch in Ansätzen schon geschafft, dass wir mal so eine Infoveranstaltung gemacht haben. Und das Interesse war ja durchaus recht hoch gewesen. Natürlich besonders, wenn wir gerade so einen Hype haben. Das müssen wir jetzt auch mal sehen, wie das jetzt nach der Niedersachsenwahl ist, ob das wieder so einen Zuspruch haben wird. Aber insgesamt in diesem ganzen Wahlkampfteam, das wir dann aufstellen, müssen wir uns dann überlegen, wie können wir die unterschiedlichen Stadtgebiete mit unterschiedlichen Konzepten, besonders natürlich auch mit den Leuten, die vor Ort wohnen und das nochmal genauer die eigene Sicht da vielleicht drauf sehen, auch dort haben. Also und zwischen uns sind es jetzt ja auch wieder ein paar Jahre dazwischen. Ich will nicht zu nahe treten, aber das ist ja auch wieder so ein bisschen eine andere Generation. Also ich kenne auch jetzt Obermenzing, die jetzt auch ein bisschen konservativ ist. Das sind auch viele Reihenhäuser, die dort stehen, also jetzt nicht unbedingt so eine Hochhaussiedlung. Da kennen sich die Leute doch aus schon ein bisschen näher. Ist es schon wieder eine kleine Gemeinschaft, die sich schon wieder fast von Pasing wieder abkapselt. Aber da muss man sich wirklich angucken, wie kann man was in Pasing erreichen, wie kann man was in Obermenzing erreichen. Da müssen wir unterschiedliche Konzepte auch entwickeln und das auch in diesem Wahlkampfteam, was wir dann eben auch aus den ganzen Direktkandidaten und auch allen anderen Wahlhelfern eben halt bilden. Da müssen wir entsprechend kreative Konzepte haben. Was wir im Berliner Wahlkampf extrem gemerkt haben, ist, dass es ohne Presse nicht gibt. Die Presse ist ein Multiplikator und die Multiplikatoren müssen wir auch eben halt ins Boot mitbringen. Wir müssen es schaffen, über die Multiplikatoren auch deutlich mehr Menschen versuchen zu erreichen, als einfach nur mit den Schreiben an die Person. Also ein Datenschutzproblem haben wir nicht, wenn wir eben halt Infobriefe verschicken, also irgendwie Postleitzahlen XY, das ist jetzt überhaupt kein Problem, aber es ist sehr anonym. Wir haben einen Georg-Tag auf Schlüssen der Rednerliste. Das heißt, ist jemand dafür? Dagegen. Die Stimmberechtigten, bitte die Karte. Okay, Gegenstimme. Damit ist die Rednerliste geschlossen. Draußen, Niki, alle. Nein, ich wollte nur. Also, du willst mal, Ali? Geschlossen wissen. Vermisse ich natürlich bei den Piraten ein bestimmtes Thema, was ich schon noch des Öfteren mit Martin und anderen schon besprochen habe. Und das möchte ich irgendwie von euch dreien den Standpunkt irgendwie erfahren. Und zwar im interkulturellen Bereich. Also, Gott sei Dank hat es die CSU jetzt auch endlich mal zugegeben, dass wir ein Einwanderungsland sind.
Und in der Hinsicht scheint es so, dass die anderen Parteien was tun. Also scheint so. Nur leider, wir Piraten tun da zu wenig oder gar nicht, möchte ich einfach mal so ketzerisch so sagen. Ist das für euch wichtig oder was würdet ihr da diesbezüglich tun wollen oder habt ihr da Interesse daran, um Bürger, wie also eingebürgerte Afrikaner, Kroaten oder was auch immer, die Liste ist lang, die ist schon, was ich meine, dass wir die davon überzeugen können, dass sie uns wählen. Hatten alle drei. Also zum Thema und interkulturell, also ich bin absolut der Meinung, dass Zuzüge aus allen Ländern unsere Kultur in Deutschland bereichern. Also ganz im Gegenteil zur CSU, die ja eher sehr konservativ ist und eigentlich sehr negativ gegenüber eingestellt ist, finde ich, wir sollten dort auf jeden Fall was dafür tun und diese Leute bei uns einladen, dass sie auch hier heimisch werden. Also ich persönlich habe jetzt mehr den Kontakt zu Türken, weil mein Onkel selber ein Türke ist und der hier als Gastarbeiter hergekommen ist, der dann mit seiner Familie in die Türkei wieder zurückgezogen ist. Deshalb insgesamt besucht dann die Familie von meinem Onkel und einer Tante auch in der Türkei. Mein Cousin hat auch eine Türkin geheiratet, also deshalb kenne ich das in der eigenen Familie schon, wie eben alle auch eine andere Kultur, die eigene Familie und auch ein gesamtes Land bereichern kann. Also da sollten wir auf jeden Fall offen sein und wir müssen das auch in der Veränderung, die wir gegenüber so sehen. Also ich sehe das eigentlich auch so, wir sind eigentlich ein Einwanderungsland und wenn man mal auf die Karte schaut, also durch Bayern und Deutschland ist eigentlich schon halb Europa gezogen und auf die Geschichte, wenn man da zurückblickt. Wir müssen das eigentlich auch, diese Bereicherung, die andere Kulturen für uns haben, das müssen wir natürlich auch herausstellen, besonders als Piraten müssen wir dann natürlich aktiv werden und es besser herausstellen, was wir schon haben. Also eine bestimmte Ansicht, Gleichheit. Wir müssen es einfach offensiver vorausschicken. Ja. Das müssen wir entsprechend bewerben. Und ich meine, wir machen ja wirklich was. Das sieht man ja auch an dieser Mahnwache für die Flüchtlinge, die Asylbewerber, die in Berlin protestieren. Und es muss natürlich auch entsprechend auch in den Medien verbreitet werden, dass wir uns da auch engagieren. Ja. Also ich habe selber eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ich bin zur Hälfte Österreicher, zum Glück muss ich sagen, weil wir haben hier Wahlrecht. Viele Leute haben das noch nicht. In Pasing ist es allerdings so, dass es, glaube ich, nicht so ausschlaggebend sein wird für die Wahl, schlicht und einfach deswegen, weil der Ausländeranteil in Pasing, also der Anteil an neu zugezogenen Ausländern zumindest, relativ gering ist im Vergleich zu dem Rest Münchens. Die andere Sache ist, dass wir auch Leuten, die bei uns schon Wahlrecht haben, auch noch vermitteln müssen, dass sie wirklich hier tatsächlich auch erwünscht sind. Ich glaube, dass die aktuelle Asylpolitik eher so sagt, oh Gott, was haben wir damals gemacht, was haben wir jetzt gemacht, wir wollen ja gar keine Zuzüge haben. Und das ist grundsätzlich falsch und ich glaube, das schafft auch in den zweiten und dritten Generationen, die wir jetzt hier haben, teilweise auch so ein gewisses Gefühl von Unerwünschtsein. Und das müssen wir eben verhindern, indem wir einfach dafür sorgen, dass wir Kontakt knüpfen, Kontakt halten und dass wir auch die gegenseitigen Einflüsse auch schätzen lernen. Und es stimmt nicht ganz, dass wir innerhalb der Piratenpartei dort überhaupt nichts haben. Wir haben hier eine Gruppe, die sich lange Zeit jetzt auch sehr aktiv in der AG-Migrations- und Integrationspolitik, die sich dann berechtigterweise in die AG-Diversity, was ein bisschen positiver klingt, umgewandelt hat und leider ein bisschen auf Eis liegt, weil der AG-Leiter ein bisschen gerade krank ist. Aber wir haben hier tatsächlich eine Gruppe, die sich um dieses Thema auch schon kümmert und ich finde, je nachdem, welche Experten wir gerade für den Wahlkampf brauchen, werden die sich sicher in Pasing und Obermenzing, Aubing, Lochhausen auch einbringen. Danke. Okay. Danke, hast du eine Frage? Hattest du noch? Nee, Palache. Last Chance.
Ah, das ist toll, danke schön. Ja, noch einmal eine Frage auch an alle drei Kandidaten mit der Möglichkeit, dort sich auch zu positionieren. Wir haben jetzt eine Wahl, das ist richtig, aber als eine Partei in der Aufbauarbeit dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass diese Wahl hoffentlich nicht die letzte wird sein wird. Wer von euch ist bereit, unabhängig von dem Ausgang dieser Kandidatur, den Ausgang der Wahlen, auch in 5 Jahren wieder für diesen Stimmkreis anzutreten? Und wie stellt euch die Arbeit im Stimmkreis bis dorthin vor? Wie wollt ihr euch dort einbringen, um auch in 5 Jahren wieder ein guter Kandidat zu sein? Also ganz klar, also auch wenn diese Wahl jetzt ja, verloren gehen sollte, was ja hoffentlich nicht wird und eigentlich aus meiner Sicht auch nicht wird, bin ich auch in 5 Jahren bereit, für diese Partei hier einzustehen. Also es gibt überhaupt keine Frage. Und da sich mein Lebensmittelpunkt jetzt nach München verlagert, ja, verlagert hat, ist das natürlich gar keine Frage. Ne? Wenn ich in München bleiben sollte und mich hat es auch aus dem Ausland wieder zurückgezogen aus Heimat, dann bin ich natürlich da. Ja. Ganz klar, unabhängig von dem Ausgang hier, stehe ich auf jeden Fall für die Piratenpartei auch in Zukunft zur Verfügung. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, ist gerade diese Wahl für uns aber auch entscheidend, weil ich es wichtig finde, dass wir hier auch die 5%-Hürde überspringen, damit wir gerade bei der Kommunalwahl nicht die Herausforderung nehmen müssen, dass wir tatsächlich diese Unterschriften auf den Rathäusern sammeln. Also dass wir jemanden bewegen müssen, der auf die Rathäuser geht. Also für uns, gerade für die nächste Wahl 2014, wird das sehr entscheidend sein, damit wir diese Wahl gewinnen. Ich persönlich werde hier das alles tun, meine gesamte Freizeit investieren, dass wir dieses Ziel, die 5%-Hürde zu knacken, schaffen. Ob ich dann in Zukunft hier nochmal in diesem Stimmenkreis kandidieren, hängt auch davon ab. Ich habe ja im Eingang gesagt, dass ich heute hier kandidiere, weil es keinen Kandidat direkt aus dem Stimmenkreis selber gibt. Wenn wir in 5 Jahren hoffentlich auch einen Kandidaten, vielleicht einer der Wähler heute, die anwesend sind, dass die sich bereit erklären, hier zu kandidieren, würde ich sie auf jeden Fall unterstützen, auch vielleicht mit meiner Erfahrung, die ich dann gesammelt habe, dass sie dann kandidieren. Vielleicht kann man meine Hilfe dann in einem anderen Stimmkreis auch gebrauchen. Ich mache das jetzt schon seit 2009. Ich habe mitbekommen, wie man uns nach der ersten NRW-Wahl, als wir wieder abgerutscht sind, gesagt hat, oh Gott, die Piratenpartei, die versinkt, es geht doch alles kaputt. Sollte es jetzt tatsächlich nicht klappen mit dem Landtag, sage ich in München, hallo, wir haben hier eine Kommunalwahl 2014, wir haben hier eine Europawahl, wir müssen hier richtig, richtig reinpowern. Ich freue mich natürlich, wenn es mit den 5% klappt und wir in den Landtag einziehen. Sollte das nicht klappen, bin ich im Kommunalwahlkampf auf jeden Fall dabei. Im Europawahlkampf thematisch eher nicht so, allerdings habe ich einen kleinen persönlichen Feindschaft mit dem lieben Herrn Posselt, der sich von der CSU, der für Pasing im Europaparlament sitzt und ich finde, den müssen wir absägen. Das heißt, wir haben auch ohne den Gewinn, ohne den Einzug ins Landtags, in den Landtag genug zu tun hier. Und also ich bin auch auf jeden Fall auch die nächsten 4, 5, 6, 7, 8 Jahre dabei, egal was passiert. Danke. Gut. Danke den Kandidaten, dass Sie sich die Frage gestellt haben. Ich schließe hier mit der Fragerunde und übergebe an Markus. Dann die formale Frage, möchte noch jemand kandidieren oder einen Kandidaten vorschlagen? Dann wäre das jetzt die letzte Möglichkeit dazu. Möchte jemand vorschlagen? Genau, ich möchte selber vorschlagen. Weil ich komme nicht mehr aus Asien. Du bist stimmrecht, ja. Dann hast du genauso auch noch 10 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Und dann nochmal fragen. Es kam nämlich gerade der Einwand, wir hätten also keinen Kandidaten aus Pasing. Und ich habe mir jetzt das überlegt, nachdem ich also nicht aus dem Stegreif weiß, wen ich wählen sollte, dass ich mir mal selber zur Verfügung stelle. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Herbert Flammensbeck, ich bin 58 Jahre alt. Aufgrund von der 6-fachen Hüftoperation bin ich mittlerweile in Pension. Ich bin seit
4 Monate Mitglied von den Piraten, habe längere Zeit damit geliebäugelt. Und ich muss sagen, ich war also noch nie in meinem Leben politisch tätig, habe mich aber immer für die Politik interessiert. Vom Beruf her, ich bin im Prinzip ein Arbeiter, der sich hochgearbeitet hat. Ich habe auch der Volksschule, bin vom Beruf Automechaniker, habe mit 22 eine kaufmännische Lehre gemacht, mit 26 zweiter Bildungsweg, habe dann später Verwaltungswissenschaften studiert und habe dann so ungefähr alle 5-6 Jahre was anderes gemacht, war unter anderem einmal 12 oder 13 Jahre lang Prokurist im Tierpark Hellerbrunn und war am Schluss noch 8 Jahre Geschäftsführer als Lotteriechef in München. Wie gesagt, nach 42 Jahren bin ich aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gegangen. Was vielleicht meine Person ein kleines bisschen herausstellt, das ist das, und zwar mein ehrenamtliches Engagement. Ich war also 67, 68 der Chef im Hausing von den Schülerlotsen. Ich war in Hausing unter anderem Abteilungsleiter von den Pfadfindern. Dann bin ich zurzeit aktuell Vorstandsmitglied im Hausing vom VDK. Ich bin also zweiter Vorstand, ich bin Kassier. Ich bin vom VDK in München und Bayern Reisebegleiter. Ich kenne so viele ältere Herrschaften, bin im Deutschen Theater Schatzmeister seit 4-5 Jahren, weiß, was da alles in Ordnung liegt. Bin Revisor von der Münchner Volkshochschule. Also meine Frau sagt immer, du bist immer beschäftigt, aber hast lauter gerne hinter, was nichts bringt. Aber es ist halt leider so, oder es ist halt einfach so, sowas muss man machen. Weil zuerst vom Arzt, der die Frage aufgeworfen wurde, was macht man Richtung Ausländer, Migration und so weiter. Also ich muss sagen, ich war 90 bis 93 der alleinige Vorstandsvorsitzende in Aubing von der Münchner Kinder- und Jugendfonds, die sich hauptsächlich um die Integration von Ausländern und von Problemfällen beschäftigt. Das ist also eine Einrichtung, wo täglich ungefähr 50, 60 Kinder kommen. Die habe ich damals auch mit Hilfe vom Tierpark unterstützen können. Ich habe damals in dem Zusammenhang, war ich Vorstandsmitglied in der Bodenseestraße, da wurde 92, wie der Krieg in Bosnien war, wurde da ein Flüchtlingsheim aufgebaut, FINA füreinander, in Neuaubing hat das geheißen. Da habe ich damals größere Veranstaltungen gemacht und habe die Kinder dementsprechend mit Sachen versorgt, wo ich über Sponsoren nachgezogen habe. Also das heißt, ich weiß im Prinzip gerade, was ich alles für Funktionen in den letzten 20, 30 Jahren gehabt habe. Meine Frau sagt immer, wenn du irgendwo hingehst, ich bin also auch Mitglied vom Bund Naturschutz, habe Bund Naturschutz auch das Fundraising in den letzten paar Jahren gemacht. Also meine Frau sagt, wenn du irgendwo in einem Verein gehst oder so, du magst kein Vorstandsamt mehr. ich muss auch dazu sagen, ich war ja unter anderem einmal 4 oder 5 Jahre lang Vorstand von der ÖTV bzw. Bezirksvorstand von Verdi. Da bin ich auch noch zufällig hingekommen. Also das sind so Sachen, da wo man dann schon ein kleines bisschen sieht, dass ich wahrscheinlich ein kleines bisschen teamfähig bin, dass ich ein kleines bisschen was auf die Beine bringe und dass man halt auch, sagen wir mal, Gottes Ehrenamt dementsprechend dann Spaß macht. Ich bin natürlich dementsprechend gut in Pasing vernetzt. In Pasing gibt es 35 Vereine. Da gibt es die sogenannte ARGE, wo ich natürlich als VDK-Vorsitzender unter anderem Mitglied bin. Also mich kennen in Pasing sicherlich einige Leute, der Hirngeist, das ist natürlich auch alter Spezi von mir vom Bund Naturschutz. Der Ottmar Bernhard, der wohnt der Straße weiter. Die Theresa Schopper, die wohnt auch Straße weiter. Also die Vorsitzende von die Grünen in Bayern, also man kennt sich ein kleines bisschen, ab und zu schimpft man auch. Und ich wüsste sicherlich einige Themen, die massiv der CSU wehtun. Warum hat die CSU vor 5 Jahren so viel verloren an die Freien Wähler? Weil die CSU unbedingt gesagt hat, wir brauchen draußen in Oberpfaffenhofen einen Geschäftsflughafen und ähnliche Sachen. Also das sind so Themen, die kann man nach wie vor ausbauen, weil nämlich die CSU nach wie vor der Meinung ist, das mit dem Flughafen macht gar nichts aus. Weil das waren vor 10 Jahren waren das 11.000 Staats- und Landungen, mittlerweile sind es 70.000. Aber das ist ja fast kein Unterschied. Also man könnte also schon da draußen relativ viele Stimmen sammeln. Bei mir ist es natürlich auch so, durch meine Nebenämter bin ich ein ganz bisschen beschäftigt. Ich werde nächstes Jahr im Mai oder was das erste Mal Großvater, nachdem das meine Tochter wahrscheinlich alleinerziehend ist. Und werde ich wahrscheinlich da ein bisschen beschäftigt sein, aber das macht nichts, das macht mir sicherlich Spaß, aber ich werde mich auf alle Fälle ganz massiv, sollte ich gewählt werden, in den Wahlkampf einbringen. Das heißt also, ich stehe dann sicherlich genauso wie der Grunderwitter in der Früh um 6 Uhr irgendwo, nicht an der U-Bahn, sondern in Basing, irgendwo an der S-Bahn, ob jetzt in Lochhausen, in Langwied oder wie auch immer,
Und ich habe schon mit einigen Leuten geredet, so wie wir miteinander angeguckt sind, zu einer geselligen Runde, habe ich gesagt, ich bin jetzt bei Piraten. Und ich muss sagen, obwohl da viele konservative Leute dabei sind, da hat sich noch keiner irgendwie dagegen gewehrt oder beschwert und hat gesagt, was möchtest du bei den Piraten oder so. Also unser Problem ist das, wir müssen im Prinzip wirklich einmal aus dem dunklen Kämmerlein raus und wir müssen auf die Leute zugehen. Und dann wirklich auch mit Themen, die die Leute betreffen. Wenn ich mit einem Passinger Bürger rede, da brauche ich nicht über Mediengesetze oder sowas diskutieren, sondern die möchten wissen, warum das im Zentrum von Passi, warum das da nichts mehr passiert, warum das die Geschäfte zusperren und warum das alles Richtung Arkaden 1, Arkaden 2 situiert wird. Das sind in Passi unsere Probleme. Und dann müsste man schauen, dass in Passi, wenn der Marienplatz umbaut wird, wenn der Kopfbüller hergerichtet wird und wenn die alte Schule vis-à-vis von der Polizei beseitigt wird, dass der Kino, dass der Kulturzentrum reinkommt, solche Sachen müssen wir schauen, dass da was passiert, dass am Abend in Passing was los ist und nicht, dass wir in Zukunft in 10 Jahren in Passing mehr oder weniger verreiste Stadt haben, dass bloß die Fürsten für Brücke in Passing zum Einkaufen kommen und sonst passiert nichts mehr. Und das ist unter anderem das Anliegen, das wo ich persönlich sehe. Und das sehen andere Leute auch so. Und da müssen wir ganz massiv Druck machen. Das Gleiche, was wir auch machen müssen, das ist in Neuaubing. Wir müssen schauen, dass zum Beispiel der Beschluss, das ist jetzt zwar kommunal, dass der Beschluss aufkommt, wäre es ein früher Beschluss geben bei der städtischen Wohnungsvergabe für Sozialwohnungen, dass maximal 20 bzw. 25% Ausländer in Wohnungen rein dürfen. Dieser Beschluss ist aufkommen worden. Das heißt, wir haben in manchen Häusern in Neuaubing, und ich habe früher direkt dort gewohnt, da haben wir Probleme, weil einfach zu viele Leute drin wohnen. Der Vogel hat damals 1968 den großen Fehler gemacht, der hat ein Ghetto gebaut mit 1000 Wohnungen, lauter Sozialwohnungen. So etwas würde man heutzutage nie mehr machen. Wir müssen schauen, dass wir drüben in Freiham relativ viele Sozialwohnungen bauen und dass diese Vergaben dann schwerpunktmäßig an Leute auch mit Migrationshintergrund erfolgen, aber nicht, dass wir jetzt frei werden und die Wohnungen dementsprechend vollstopfen, weil sonst kriegen wir ganz massive Probleme. Also so sieht ich das. Also wir müssen, also dort da draußen in Neuaubing, da müssen sicherlich noch relativ viel gemacht werden. Und was natürlich den ganzen Wahlkampf ein bisschen problematisch macht, ist, dass das total unterschiedliche Bevölkerungsschichten sind. Ich meine, in Neuaubing, da gibt es relativ viele Hartz-IV-Leute. In Aubing, in Passing mehr so ein bisschen gutbürgerlich, in Alt-Aubing noch ein bisschen Landwirtschaft, Langlied und so weiter und so fort. Also man müsste speziell auf die Leute eingehen und ich darf mir vorstellen, wenn das was werden sollte, ich darf wirklich sagen, okay, ich klappe dem Neuaubing die ganzen Häuser ab. Ich war also in Neuaubing nicht, was der Chef oder Unterkinder tun gefahren. Ich war damals, Entschuldigung, ich bin seit der Hochzeit gehabt. Ich war unter anderem Elternbeirat von der Schule drin, von der Wiesenfelser Schule. Also das ist ja so, also ich kenne die Leute, ich kenne im Prinzip auch die Probleme und ich weiß auch, es gibt Leute, die wollen da mitziehen. Auch vielleicht gegen Interessen von der Stadt München, wo man sagt, okay, man kann städtisch und auf Landesebene kann man was tun. Aber man müsste sich halt wirklich ganz massiv einbringen. Und also es ist nicht so getan, dass man sagt, okay, man investiert da vielleicht einmal in der Woche 3-4 Stunden oder so, sondern man muss da wirklich an vielen Stellen ganz aktiv sich einbringen und dann kann ich mir vorstellen, dass wir da dort einige Stimmen am Land sind. Und das war einfach so meine Ad-Hoc-Bewerbung. Dankeschön. Herbert, ich danke dir. Und ich darf die Kandidaten wieder nach vorne bitten, die Fragerunde wieder öffnen. Der Ali oder Frau? Keine Ahnung. Ich muss die Fragerunde wieder öffnen. Achso, okay. Ich muss das wieder öffnen. Links nach rechts, Ali, Rachel, Nadine. Irena, das wieder öffnen. Ja. Nun, habe ich auch des Öfteren jetzt von vielen Piraten auch gehört, die politische Kenntnisse haben, dass die Landtagswahl natürlich nicht ausschließlich in München entschieden wird und dass insbesondere auf dem Land die Gewichtigkeit sehr hoch ist und auch bei den Bauern. Speziell an dich die Frage, Herbert, hast du den Überblick oder den Durchblick, die Bauern, die Landwirtschaft irgendwie anzusprechen, sie davon zu überzeugen, dass sie uns oder dich wählen können?
Also ich muss sagen, zu diesem Punkt, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Es ist sicherlich so, dass wir in Aubing in Passing vielleicht insgesamt 20 Bauern haben. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das mit mir was wird, dann fällt mir sicherlich was ein. Aber ich muss natürlich auch sagen, wenn das mit mir nichts werden sollte, dass ich natürlich dann logischerweise mitmache. Das ist natürlich klar. Ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich leck mir jetzt reden lassen, sollte das nichts werden, dann sage ich Dankeschön, Servus, das war's. Herr Herbert, ich kenne einige Leute, mit denen du lange zusammengearbeitet hast, die Frau Mascher zum Beispiel, die ein sehr gutes Bild von dir hat. Was mich nur wundert bei deiner Qualifikation, deinem bisherigen Werdegang ist, wäre nicht eine Bezirksratskandidatur die wesentlich bessere und angemessenere Form, auf mit deiner Erfahrung der Piratenpartei zu helfen? Das mag jetzt schon sein, aber es war halt ja so, also mir ist es das so vorgekommen, dass ich jetzt nicht unbedingt jetzt bei den anderen Kandidaten gemerkt habe, die sind jetzt die in Passing unbedingt angekommen. Also in Passing ist es so, wir sind also in Passing oder insgesamt im Münchner Westen relativ konservativ und da muss man die Leute ein ganz bisschen ansprechen können, auch von seinem, was weiß ich, von seinem Werdegang her oder von seiner Sprache her oder so. Und ich meine, ich weiß das noch gut, das passt ja nicht unbedingt daher, wie ich im Tierpark angefangen habe, ich habe einen Vorgang gehabt, das war der Preis. Und das war er auch ein Volljurist. Und der ist leider an dem gescheitert, weil da, ich habe einen angerufen, das war der Chef von der Staatssparkasse, da rede ich mit ihm und sage, der Gott sei Dank, Sie sind kein Preis. Und das sind so Kleinigkeiten, was bei uns sicherlich ein ganz bisschen ein Mensch ist. Also. Es ist ja so. Klaus, ich gleich zwei oder wo ich dann hinten einschalte? Ganz kurze sind okay, dann also eine ganz kurze Frage mit ganz kurzer Antwort. Wenn du jetzt hier nicht aufgestellt werden würdest für den Landtag, würdest du dich dann auch nachher für den Bezirkstag nochmal aufstellen wollen, kandidieren wollen? Okay. Ja, sehr gut. Und die zweite Frage ist, wir haben sehr viel von dir gehört, dein Engagement, das du über Jahrzehnte hinweg bewiesen hast. Aber was macht dich zum Piraten? Davon habe ich nichts gehört. Ich muss sagen, ich habe von den Piraten fühle ich mich insgesamt angezogen und zwar von dem Schlagwort Transparenz. Ich muss sagen, ich war mehr oder weniger selber 7-8 Jahre Geschäftsführer und ich treffe immer wieder Geschäftsführerkollegen von städtischen Einrichtungen und woanders her. Und wie ich dann so mitkriege, bis bei der Stadt München läuft, was da alles passiert. Da muss ich sagen, wenn wir wirklich die Transparenz hätten, die uns als Piraten vorschwebt, dann würden viele Sachen nicht passieren oder sie wären nicht passiert. Und ich kann mir vorstellen, ich muss mich zuerst nochmal absichern über das Innenministerium, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir speziell über meine Schiene alle 3-4 Wochen mal gescheit in der Zeitung stehen mit ganz interessanten Artikeln, was in den letzten 2-3 Jahren unter Rot-Grün, aber auch unter Schwarz-Klaffer ist. Weil es gibt auch Leute, die Interesse haben, dass wir teilweise Informationen zustecken, da wo ich dann sage, ah, darum ist da damals diese Entscheidung verkehrt gelaufen. Also für mich ist ausschlaggebend auf alle Fälle Transparenz. Und da muss ich natürlich sagen, was mich dementsprechend abstößt, das ist das Konservative, der Grundgedanken von der CSU. Und ich muss sagen, ich bin natürlich, war oft auch mit vielen SPDlern mit dabei und ich muss sagen, so wie die, was die immer gesagt haben, was machen und letztendlich haben sie es dann auch nicht gemacht oder was ganz anders gemacht, das habe ich mehr oder weniger abgeschreckt. Und nachdem das die Piraten was ganz nice sind, kann ich mir vorstellen, da kann ich mich einbringen, ich kann viele Sachen vielleicht ein ganz bisschen unterstützen, voranbringen. Und ich muss sagen, ich habe nicht das ganze Programm von den Piraten und so weiter gelesen. Ich bin ja nicht unbedingt der EDV-Freak oder sowas, sondern ich stelle mir vor, wenn ich was mache, dass ich vorne an der Front stehe. Also ich halte jetzt nicht gescheite Reden da wissenschaftlich oder so, sondern ich schaue, dass ich die Leute anspreche. Und bis jetzt habe ich immer gemerkt, wenn ich irgendwo hingehe oder so, dass da in der Regel doch viele Leute meine Meinung sind. Und ich schätze, dass das Ergebnis kommt sehr. Okay, dann haben wir Nadine. Im Grunde genommen, an der Stelle ich jetzt noch ein Fuß, weil ich wollte auch fragen, ob der Herbert nochmal für die Bezirksratskandidatur zur Verfügung stehen würde, beziehungsweise hilfst du uns auch, wenn du gewählt bist, das hast du schon gesagt. Was ich vielleicht noch ganz kurz einfügen wollte, also ich habe also nicht unbedingt Kontakte zur Presse, ich bin also Mitglied im Internationalen Presseclub im Rathaus.
wo man immer wieder sehr gute Kontakte herstellen kann. Ich war einmal, ich war mal vor 20 Jahren, war ich mal ganz aktiv so in den Zeitungen. Also da gibt es ja nur ganze Seiten von der Abendzeitung von mir. Ich war dann in dem Zusammenhang, weil ich eigentlich damals Fundraising gemacht habe, zwar nicht gewusst, was es ist, aber ich habe es halt gemacht. Und ich war damals also in den ganzen Talkshows bei der Schreinemacher, bei Fliege, Familienzeit und was weiß ich. Also ich war damals in 7-8 Fernsehsendungen und ich habe damals also relativ viel Geld für gemeinnützige Einrichtungen, hauptsächlich für den Tierpark gesammelt, das ging damals um Millionen. Und die kann man auch vorstellen, und nach wie vor ganz gute Kontakte woanders ich habe, dass er vielleicht sagt, wenn die Piraten dafür sind, dass man vielleicht einmal sagt, den und den fragt man mal ganz vorsichtig, ob er nicht einmal irgendwie den anscheinend oder was überwachsen muss. Dann mache ich erstmal die Proxy-Frage. Wann, warum und wo wurde die Piratenpartei gegründet und wieso heißen die Piraten Piraten? Schließlich sollst du uns vertreten, also müsstest du auch was über die Geschichte kennen. Ich sage gleich dazu, da weiß ich im Prinzip nichts. Ich weiß auch nicht, wann der Fatih Krach gegründet worden ist. Aber es ist sicherlich ja so, wenn ich natürlich nach außen die morgen die Piraten vertreten soll, dann werde ich mit ihnen entsprechend einarbeiten. Weil so war es bei mir bis jetzt immer so. Ich meine, es ist zum Beispiel auch so, dass ich also nicht unbedingt gegen die Standstrecke bin, aber wenn es da überzeugende Argumente gibt und da hält man einen Vortrag und das ist was, was für mich schlüssig ist und ich kann das vermitteln, dann übernehme ich natürlich dieses Konzept und werde das Konzept dann morgen bei den Nassinger Karten verkaufen. Also ich muss selber davon überzeugt sein, weil ich habe halt den Vorteil gehabt, dass in den letzten 20, 25 Jahren habe ich eigentlich nie einen gehabt, der von mir war. Ich habe mir immer eigentlich die Sachen selber irgendwie erfinden müssen und also ich habe dann schon ein bisschen meinen Sturm im Kopf. Also so ist es immer gleich alles klar. Aber in dem Augenblick, wenn einer sagt, ich habe da gute Argumente, ich würde ganz gerne ein bisschen argumentieren und vielleicht ab und zu ein bisschen weiter reden. Aber wenn jetzt einer zu mir sagt, okay, das ist ja so und ich sage, gut, das übernehme ich, dann verkaufe ich das auch. Zweite Frage. Holger? Gut, ich habe zwei kleine Fragen. Die erste Frage ist, was schätzt du, wie viel Zeit du für ein Landtagsmandat, wenn du es bekommst, ausüben müsstest und wie viel willst du da wirklich reinstecken? Also du meinst, wenn ich im Landtag wäre? Ja. Also da gehe ich davon aus, normale Wochenarbeitszeit, so 40 Stunden, also so recht viel mehr, da sind das nicht, weil ich meine, wenn die Leute so anschauen, ich kenne einen Gauweiler von früher, ich kenne etliche vom Landtag und ich weiß, was die alle noch für Nebentätigkeiten haben und wo die noch überall vertreten sind. Also ist es nicht so, dass die 40 oder 60 Stunden nur für den Landtag arbeiten. Gut, dann habe ich meine Frage. Aber ich muss sagen, die Arbeitszeit war für mich noch nie ein Problem, sondern für meine Familie. Okay. War das die Frage, dass die beiden Fragen beantwortet? Das war eigentlich meine erste Frage. Die zweite Frage ist, du hast gerade gesagt, mit welchem Teil des Programms du gut aus klarkommst, mit welchem Teil des Programms hast du denn eher Probleme? Ich muss mir das komplette Programm zuerst anschauen, ich bin doch ehrlich. Und? Ja, da schließt sich eigentlich meine Frage dran. Wie willst du uns jetzt eigentlich davon zu überzeugen, wenn du selber sagst, du kennst unser Grundprogramm in weiten Teilen nicht, du hast auch durch deine Fragen schon anklingen lassen, dass du eigentlich auch jetzt dem zweiten, also dass du eigentlich sich dich eher für den zweiten Tunnel jetzt augenblicklich aussprechen würdest in München, weil du sagst, ich zitiere dich jetzt mal von deiner Frage von vorhin, ansonsten sehen wir im Pasing keinen Stich. Wie willst du uns jetzt die Sache erleichtern und uns überzeugen, dass es jetzt Sinn macht, jemanden, der jetzt gerade, wie du gesagt hast, 4 Monate in der Partei ist, das gerade in weiten Teilen nicht kennt, selber von dieser Sache, wenn ich nicht davon überzeugt bin, von der Sache, dann werde ich es auch nicht nach außen vertreten, dass wir uns jetzt hier jetzt nicht jemanden reinholen, der jetzt renitent gegen uns arbeitet. Weil das eine Frage der Überzeugung ist und die Mann. Wenn mir wirklich jemand das Konzept klar rüberblickt oder so, ich meine, ich kenne die Stammstrecke jetzt aus normaler Bürger nur aus der Zeitung. Und logischerweise, da sagen die Grünen, ah, das ist nicht finanzierbar und aus diesen und jenen Gründen sind wir für die Südbahn, für den Südring und. Ist natürlich auch so, das hat er zuerst zu sich relativ gut angehört. Also, dass das für mich nicht unbedingt das große Problem ist mit der Stammstrecke. Und ich meine, es ist oder so, wenn ich die Argumente weiß, was kostet es oder was gibt es für technische Gründe, die mir vielleicht vorher verschlossen geblieben sind, dann kann ich das natürlich auch dementsprechend rüberbringen.
Und ich meine, es ist halt auch so, ich halte es halt auch mit dem, so wie der Kant halt einmal gesagt hat, Mündigkeit setzt Erkenntnis voraus. Weil wenn nämlich damals zum Beispiel der Udi gesagt hat, bei dem, wie es um die Allianz Arena gegangen ist, wenn er damals gesagt hätte, und so war es nämlich dann auch, dass das Geld von der Basinger U-Bahn, dass er das für die Infrastruktur und auch für die Allianz Arena, dann werden wir da dran. Und das ist nämlich das, was bei mir auch an der Transparenz läuft. Also das heißt, wenn die Leute einmal wirklich dementsprechend erfahren, was das geht und warum, dass man sich ja so oder so entscheidet, da gehen ja vielleicht manche Sachen wirklich ein bisschen leichter. Und also es ist ja nicht so, dass ich jetzt da mit der Stammstrecke da mehr oder weniger eisern festhalten will, sondern ich möchte halt dann auch die Argumente wissen, nicht, dass dann einer sagt, warum bist du denn da dagegen oder warum bist du dafür. Also ich brauche die Argumente geliefert. Und dann werden die von mir auch umgesetzt. Okay, dann nächste. Also ich habe auch zwei Fragen. Ja. Die erste, wir werden der Internetpartei genannt, das heißt, wir kommunizieren sehr viel über das Internet, über ganz verschiedene Medien. Meine erste Frage, wie fit bist du? Weil ja auch dann die Fraktion wird ja auch sich sehr darüber kommunizieren. Genau, erstmal die erste Frage. Also es ist auch nicht, wenn ich so, dass ich halt ein ganz normales Internet zu Hause habe und dass ich halt E-Mail schreibe und Fotos verschicke oder sowas, aber sonst mache ich nicht recht viel mehr. Und mir ist das schon klar, dass ich dann einmal des Öfteren am Mittwoch oder Donnerstag irgendwo erscheine und lasse einmal einige Sachen beibringen und ich gehe auch davon aus, dass wir dann dementsprechend auch ein Team bilden und wo man halt dann sagt, okay, der eine kennt sich auf dem Gebiet aus, der andere auf dem und dass ich halt dann sage, okay, ich bringe da was bei und der andere bringt mir was bei und am Schluss ist das ein gutes Ganzes. Und die zweite Frage ist, wir sind ja eine basisdemokratische okay. Partei, das eigentlich sollen ja sozusagen die höheren Dienste der Basis arbeiten. Jetzt ist es aufgrund unserer Gesetze so, dass halt die, ein Mandat haben, natürlich selbst entscheiden dürfen. Inwiefern würdest du da die Basis mit einbeziehen? Ja, ich würde natürlich dann die Basis damit einbeziehen, wenn ich dann dementsprechend Internetfitter bin oder sowas, dass ich halt dann sage, okay, auf diese Art und Weise oder halt dann wirklich letztendlich auch vor Ort, weil ich meine, die Basis der Beratung, wie das so ausschaut, die ist ja in Aubing und in Pasing oder überall bei uns nur relativ dürftig. Also die kann die wahrscheinlich am Morgen doch im Radio zu hören. Okay. Wir haben eine Position zur Drogenpolitik, ja. Die heißt Abschaffung der Strafbarkeit, kontrollierte Abgabe im Wesentlichen. Wie würdest du es den Leuten in Basel verkaufen? Da darf ich sagen, also die größte Droge, die bei uns verkauft wird, die wird immer bei uns im September, Oktober auf dem Oktoberfest verkauft. Das ist das Erste und das Zweite ist das. Man muss natürlich auch schauen, was die Drogen teilweise für Probleme schaffen, welche Drogen das sind, ob es das einer ist, der gibt es ein kleines bisschen Gift oder ob das einer ist, der spritzt oder so. Und das dritte Problem ist natürlich das insgesamt, dass man halt dann sagt, okay, was passiert mit den ganzen Geldern? Und wenn man dann sieht, dass da Milliarden erwirtschaftet werden und was das für ein Sumpf ist, im Ziel in Lateinamerika und auch bei uns, was da für Gelder umeinander schwirren, und was mit dem alles passiert, da muss ich sagen, also wenn wir es freigeben und irgendwie ein bisschen kontrollieren bestimmte Sachen, also nicht alles freigeben, sondern bloß kleine Teile oder so, dann darf das wahrscheinlich ganz gut bei den Bürgern ankommen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass also wirklich, ich meine, da gibt es sicherlich Konservative, die sagen, ja, der spinnt ja total oder so, aber mit den Leuten muss man halt einmal dann reden, weil wenn die halt einmal diese Summen dann zeigen, die da letztendlich über den Tisch gehen, und was man mit dem alles verbrecherisch machen kann oder sowas, dann sagen die Leute auch, okay, machen wir es in Zukunft anders. Okay, okay, ich habe zwei Fragen. Ich glaube, die eine ist recht schnell beantwortet und die andere vielleicht ausführlicher. Und zwar, ob du schon andere bereits aufgestellte Kandidaten für den Landtag nennen kannst aus den anderen Stimmkreisen und wie deine Vernetzung generell mit bayerischen Piraten aussieht. Also es ist auf alle Fälle ja so, dass natürlich die Vernetzung relativ schlecht ist. Ich war jetzt auch mal bei so einer Aufstellungsversammlung mit dabei, da ist der Arnold gewählt worden diese Woche. Ich kenne einige vom Sehen, einige vom Namen her oder so, aber das ist halt immer das Problem eines Neulings, dass man zuerst sagt, okay, da muss ich öfters wohin laufen und dann mit den Leuten reden. Okay, dann war ich du hast gesagt, du bist ehrenamtlich sehr stark involviert. Mhm. Kannst du dir wirklich die Zeit nehmen für den Wahlkampf, was sehr viel Zeit brauchen wird, insbesondere in der heißen Phase? Und zweitens, hättest du auch wirklich die Möglichkeit, es besteht ja dann, falls du gewählt wirst,
die Zeit auch im Landtag einzubringen, was übrigens wesentlich mehr als die 40 Stunden sind. Also eher so an das Doppelte grenzend. Es ist auf alle Fälle so, dass ich natürlich dann dementsprechend meine Ehrenämter ein kleines bisschen zurückfahre. Ich muss ja nicht überall mit teilnehmen. Was natürlich auch den Vorteil hätte, wenn ich recht oft irgendwo präsent bin, dass ich natürlich für die Piraten zur gleichen Zeit Reklame mache. Aber das sehe ich also nicht als Problem. Also weil ich habe jetzt einfach den Vorteil, dass ich nicht mehr so wie andere aktiv im Berufsleben stehe. Und was ich im Rahmen meiner Ehrenämter mache, das kann ich mir mehr oder weniger selber einteilen. Also wärst du auch bereit, einige abzugeben? Ja, freilich. Das ist kein Problem. Okay, Klaus. Tut mir leid, wenn ich da nochmal drauf eingehen muss, auf den Punkt von vorhin. Ich bin ein bisschen gebrannt mit Leuten, die gerade ganz frisch erst zur Wahl dazu gekommen sind. Ist dir das bewusst, dass du von uns ein unglaubliches Vertrauen abverlangst, wenn wir dich jetzt hier wählen würden? Denn wir müssten ja komplett dir vertrauen, dass aus dir noch ein Pirat wird. Du hast ja de facto uns nicht erzählt, was du schon als Pirat geleistet hast, sondern dass du schon als Pirat etwas getan hast. Und man konnte aus deinen Antworten nicht erkennen, dass aus dir ein wirklich piratiger Geist spricht. Transparenz ist für mich ein bisschen mehr als das, was du angesprochen hast. Also dein sehr sympathisches Auftreten hier, ganz klar, keine Frage. Denkst du, dass das alleine ausreichend ist, um von uns dieses Vertrauen abzuverlangen? Also ich gehe davon aus, dass es einfach reichen muss. Weil das letztendlich jetzt alles mehr oder weniger Knall auf Fall gekommen ist. Es ist ja nicht so, dass das jetzt von mir aus langer Hand geplant wurde, sondern das hat sich halt mehr oder weniger jetzt so ergeben. Also ich muss sagen, weil meine Frau hat heute auch gesagt gehabt, du bist nicht überhaupt zu da haben wir über das Thema nochmal ausführlich diskutiert. Weil die halt schon gewusst hat, um was das geht, aber... Also das ist mir schon klar, dass ich einen Vertrauensvorschuss brauche. Und ich bin auch kein U-Boot von der SPD oder von der CSU oder was weiß ich. Okay, hallo. Was weißt du über die Vorratsdatenspeicherung und wie stehst du dazu? Wäre die erste Frage, ich habe noch ein paar. Also die Vorratsdatenspeicherung, das weiß halt ich auch so aus normaler Bürger, aus der Süddeutschen oder sowas, dass halt einfach die Daten, die anfallen, dass die gesammelt werden, dass die eine längere Zeit aufkommen werden, was weiß ich, ein Vierteljahr, halber Jahr oder so, und dann werden die vernichtet. Ob es das so hundertprozentig stimmt, ist gut jetzt nicht sein. Und wie stehst du dazu? Ja, ich finde das im Prinzip eine Schweinerei. Weil das im Prinzip kein was angeht. Okay. Vor allem mag das im Einzelfall sein, dass ich dann einmal erfahre, da war irgendwo ein Raubüberfall und da kommt man drauf, dass sich der da mit dem Handy irgendwo eingeloggt hat oder sowas und dass man vielleicht im Einzelfall einmal irgendwann findet, aber genauso gut könnte ich ja mehr oder weniger sämtliche Straßenvideokameras überwachen. Und wie stehst du dann zur Videoüberwachung? Ja, von der Videoüberwachung halte ich heute auch nichts. Okay. Bin ich auch dagegen. Okay, nächste Frage. Wie stehst du zur Frauenquote? Ja. Zur Frauenquote? Da kann ich eigentlich nichts sagen, weil ich habe zu Hause drei. Also ich weiß. Ich habe es nicht verstanden. Was ist ich habe zu Hause drei Stunden. Also, ja, zu Hause nichts zu sagen. Aber es ist ja so, ich muss natürlich sagen, durch das, dass ich zwei Töchter habe, die eine ist jetzt 26, die wird Lehrerin und die mit 23 studiert zurzeit noch Biologie. Ist es so, dass ich sicherlich in den letzten 20, 30 Jahren auch mein Verhältnis zu Frauen Richtung Quote oder sowas ein kleines bisschen geändert habe. Also ich bin auch alle für die Quote. Okay. Halt, ich habe halt, Sie haben eine Frage. Das eine halbe Frage. Eine halbe, okay. Okay, bitte vollende folgenden Satz. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber... Das aber, das streichen wir. Und was? Ja, das ist eigentlich jetzt noch eine Sache, jetzt perspektivisch auch für dich. Geht wieder in dieselbe Kerbe rein, du bist ja noch relativ neu. Bei uns ist es ja wichtig, dass man auch in der Partei vernetzt ist. Es ist ja üblicherweise auch so, dass man Leute ins Rennen schickt, die man kennt, zu denen man, ich sag mal, auch ein persönliches Verhältnis hat, die auch bekannt sind. Was hat dich in den letzten 4 Monaten, ich sag jetzt mal, abgehalten, davon zu unseren Veranstaltungen hier in die Gemeinde zu gehen? Auf Stammtische zu gehen, die ja bei uns auch im Internet stehen, weil du hast gesagt, du warst letztens nur auf der Aufstellungsversammlung, wo der Arnold gewählt wurde.
Nein, ich war schon öfter, also ich war schon beruft. Ich schätze so auf 4-5 beruft worden, also bei den, beim Wendinger. Genau, beim Wendinger war ich so 4-5 Mal, schätze, und Kommunalpolitik war ich, glaube ich, 3-4 Mal, oder? So in etwa. Weil bei mir ist halt auch so, ich war in der letzten Zeit öfters als Reisebegleiter unterwegs. Also das heißt, das ist so eine Art ehrenamtlicher Reiseführer. Und das, die fallen halt meistens, sind das so Einsätze von Freitag bis Sonntag oder von Donnerstag bis Sonntag. Okay. Weitere Fragen? Gut. Ich habe niemanden mehr auf der Liste. Keine weiteren Fragen. Schließe ich hiermit die Rednerliste. Die Fragerunde übergebe an Markus. Jetzt nochmal die Frage, möchte ich noch jemand kandidieren oder jemand als Kandidat vorschlagen? Okay, ich sehe, das ist diesmal nicht der Fall, dann habe ich diesmal zum Glück die richtigen Stimmzettel gedruckt. Und zwar zum Wahlablauf. Ihr bekommt nachher von mir und Veit als Wahlhelfer den Stimmzettel ausgehändigt. Wenn ihr mit eurer Stimmkarte hier vorne dann zum Tisch kommt, bekommt ihr sie ausgehändigt, dann habt ihr die Möglichkeit hier für alle vier Kandidaten, Michelle, Alexander, Ronald und Herbert, abzustimmen. Das heißt, ihr könnt bei jedem ein Kreuz machen, den ihr für geeignet haltet und die ihr als Landtagskandidaten haben wollt. Das heißt, es können alle vier sein, nur drei, nur zwei, nur einer. Oder wenn ihr alle ablehnt, dann einfach bei keinem ein Kreuz machen und den leeren Stimmzettel einwerfen. Das ist die Ablehnung für alle Kandidaten. Wenn ihr euch enthalten wollt, dann einfach den Stimmzettel nicht abgeben. Genau. Wir haben, wie gesagt, draußen die Möglichkeit oder auch im Nebenraum, da kann man geheim seine Stimme abgeben, wer das möchte. Das, also man hat die Möglichkeit, wirklich ohne, dass einem 10 Leute über die Schulter schauen, seine Stimme abzugeben. Wenn es euch wichtig ist, dann macht auch davon bitte Gebrauch. Genau. Und wenn dann alle die Stimmzettel haben, werden wir danach den Wahlgang öffnen, aber das kommt dann nochmal extra. Ja, muss man noch kurz warten, bis das Formular fertig unterschrieben ist und dann teilen wir Stimmzettel aus. Nee, der ist noch schon alles vorbereitet. Wie sind wir sonst betrügen hier? Was du das? Er hat mir die Kraft gegeben und jetzt mache ich halt gerade da, wo ich Lust habe. Und ich bin gerade in Schweden. Ich habe bei denen zwei Vorlesungen besucht im Studium. Richtig. Abgeben ist auch nicht gehört. Nee, Zalo ist mit eigentlich jemand, die Zalo heißt. Wir haben noch einen Schutzzettel übrig. Eine Stimmzettel noch übrig. Wer hat denn die gesprochen? Jürgen? Ja, und Zalo.
jetzt gut positioniert, bis der Schupfer und ich habe den Landtag mal kam auch gegen die Gut. Dann zeigen wir kurz, die Urne ist leer. Muss ich leer? Nein, ihr könnt sehen. Ja, die Urne ist leer. Und der Wahlgang ist damit eröffnet. Bei NTG. Wer möchte noch seine Stimme abgeben? Achso, wir erstmal abgeben. Also, das ist Detailweicher? Nein, erst. Achso, das ist die Stimme. Achso, klar. Und, Klaus! Flo? Hat noch jemand Stimmzettel draußen? Gelbe. Wie viel fehlen mir noch? Ich glaube einer. Der Klaus hat vorher noch. Hat noch jemand mit Stimmzettel? Wie viele Leute? Sechs. Warum ruft denn das Auto? Möchte noch jemand seinen Stimmzettel abgeben? Okay, das ist nicht der Fall, dann ist der Wahlgang geschlossen und wir zählen aus. Na dann. Ich will jetzt nur gucken, wer gewonnen hat. Meine neue wieder. Und so bin ich. Warte kurz. Es hat zwei zum Nein, erst alle aufklappt und schauen, ob sie aufhalten. Bitte? Wir haben einen Gewinner. Ey, das ist. Ja, das ist nicht deine Aufgabe, Entschuldige. Okay, ich liebe paar Twitter. Nein. Nimm du einen Twitter-Client weg. Ich habe keine Twitter-Devices. Ich habe auch Zugang zu geheimen Twitter-Devices. Okay, nicht mehr da? Okay, dann fangen wir einfach an.
Also es waren 6. Ruhe bitte. Der erste Raum. Kommt ihr kurz rein? Reinkommen oder draußen schweigen? Achso. Okay, also es waren 6 Piraten akkreditiert, es wurden 6 Stimmzettel abgegeben, es war keiner ungültig, es war keiner leer. Auf Kandidat Nummer 1, Michelle, entfielen 0 Stimmen. Auf Kandidat Nummer 2, Alexander, entfielen 4 Stimmen. Auf Kandidat Nummer 3, Ron, entfielen 2 Stimmen. Auf Kandidat Nummer 4, Herbert, entfielen auch 2 Stimmen. Damit hat Alex die Mehrheit, die notwendige Mehrheit erreicht. Alex, lass mir nur kurz davon Genüge tun. Alex, trittst du an? Ja. Also nimmst du die Wahl an? Ja. Dann darf ich die Versammlung fragen. Besteht einwendig gegen das Ergebnis der Wahl der Versammlung? Will jemand Einspruch einlegen? Ich sehe nicht der Fall. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit schließe ich die Aufstellungsversammlung. Und kleinen Moment. Wir haben 14.36, ich würde sagen, machen wir 14.45 mit Bezirksarbeiter. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, das kriegen wir schon. Wir machen es wirklich. Das ist ein, ja, wenn ich Twitter rangehe, dann habe ich eine ganz normale eine Reihe. Was ist das? Ist das was anderes? Du kannst Twitter, gibt es verschiedene Clients, wo du es dann draufhauen kannst. Was habe ich da gemacht? Entschuldigung. Du kannst, Twitter ist nur sozusagen die Plattform dahinter. Twitter hat selber einen eigenen Client, wo du damit twittern kannst. Du kannst ja allerdings mehrere hundert verschiedene Clients ausprobieren, wo du auch damit twittern kannst. Twitter ist ja nur sozusagen die Infrastruktur dahinter. Was nachher die Frontpage ist, das ist ziemlich unterschiedlich, je nach Twitter-Client, den du benutzt. Und ich habe jetzt zum Beispiel Janetta. Das ist also Janetta, das ist so, okay, so genau. 4 Zeilen quasi. Nö, Janetta ist noch mehr, da kann ich. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeilen Spalten gemacht. Das kann man bei Janetta machen. Genau. Quasi. Du kannst Janetta, du kannst Tweetbox, kannst ja mal googeln. Also die Programme ist, also für Front sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, du suchst dir am besten was aus, womit du am besten klarkommst. Da kommt es natürlich darauf an, wie ist dein Twitter-Verhalten? Hast du zum Beispiel einen Account, hast du mehrere Accounts? Folgst du vielen Leuten, folgst du wenig Leuten? Willst du viele Hashes folgen, folgst du gar keinen Hashes und so weiter und so weiter? Hast du Listen? Gefolgt.
Das sind ja immer die Hashes. Hash und dann Piratenkreuze. Und ich kann daraus dann zum Beispiel dem Hash Piraten folgen. Dann kriege ich alle Nachrichten mit, wo irgendjemand diesen Hash Piraten benutzt hat. Und wenn ich da jetzt was bewegen kann, dann sind es Leute, die ich alle noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also auch die Twitter, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Aber dadurch, dass die den Hash Piraten benutzen, ist zum Beispiel auf Bundespartei, allgemein auf Parteitag, meines Erachtens sehr wichtig. Mir passt immer einen offiziellen Parteitags-Hash, den sollte jeder in seiner Nachricht benutzen. Dann werden sozusagen Nachrichten von allen, die im Raum sind, ohne dass man die kennt. Und dann laufen oft auch neue Leute kennen über Twitter dann zu Also ich bin eigentlich ziemlich schon die Informations. Möchte ich schon mitbekommen, ja. Weil ich nicht ganz für meinen Twitter habe. Ja, was du bist schon offiziell nicht mal auf der Website. Ja, das ist der Web. Das ist die Website. Das ist der Web-Guide. Den kannst du immer überall. Ich habe jetzt wirklich ein Programm bei mir auf dem PC installiert. Das ist dieses Netto-Programm. Und die ganzen Nachrichten, die hinten dran zieht er sich von der Seite und stellt sie dazu, da wie ich es einstelle. Der Web-Guide von Twitter-Leistung ist ein bisschen. Ich persönlich sehe als Google, wenn du ganz, ganz wenig Twitter, dann ist der auch okay. Aber so, ja, zum Beispiel Leute, die Hash, dann 6 oder aber nicht so, also Hash AV 1.6, heutige Hash-Quizen, aber da lebt heute noch nicht die Mühe. Das sind 95 Nachrichten. Zum Beispiel, das sind jetzt alle die speziell von für das hier getötet haben. Das ist sozusagen der Versammlungs-Hash gewesen. Hast du nicht zu speichern letzten? Hast du nicht damit bekommen, da kam so eine. Flo und Ali, ich bräuchte euch kurz für ein Autogramm. Das ist klar. 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 Das ist klar.
Das ist doch gleich, oder? Mein Brühl kannst du? Mein Brühl habe ich. Das habe ich auch. Ja, gib mir den gleich, dann brauche ich meine zu, danke. Darf ich euch alle hereinbitten? Ich darf euch hereinbitten und die Gespräche auf die Terrasse verbannen, wenn Sie nehmen. Danke. So. Ich darf euch alle herzlich zur Aufstellungsversammlung für die Bezirkstagswahl 2013 im Stimmkreis 106 begrüßen und eröffne hiermit im Namen des Kreisverbands München die Versammlung.
Zunächst darf ich euch bitten, die Ruhe zu bewahren. Das gilt auch für einzelne Herrschaften in den hinteren Rängen. Danke. Ich frage euch, gibt es Einwände gegen die Akkreditierung einzelner Piraten oder gegen die Nicht-Akkreditierung einzelner Piraten? Sprich, hat irgendjemand seine Stimmkarte zu Unrecht oder sollte irgendjemand eine haben, der keine hat? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir benötigen einen Versammlungsleiter. Seltsamerweise hat mich Markus vorgeschlagen. Besteht Einverständnis? Bitte positiv mit Stimmkarte. Gegenstimmen? Ich sehe das nicht der Fall und danke euch für euer Vertrauen. Wir gehen relativ schnell durch. Nachdem das Prozedere das gleiche ist wie vorher, frage ich euch, bestehen Einwände gegen die Geschäfts- und Wahlordnung? Ich sehe das nicht der Fall, dann ist die beschlossen. Die Öffentlichkeit ist nach wie vor zugelassen, die Veranstaltung wird gestreamt. Einwände? Ich sehe das nicht der Fall. Wir benötigen einen Wahlleiter. Ich schlage Markus vor. Diesmal brauchen wir Einverständnis. Ja, das ist einstimmig. Und ich schlage Markus ebenfalls als Protokollführer vor. Seid ihr einverstanden? Ja, Gegenstimmen? Markus, du hast zwei Jobs. Herzlichen Glückwunsch. Wir benötigen zwei Zeugen, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung an Eidesstatt versichern. Sowohl, dass die Kandidaten genug Zeit hatten, das sich vorzustellen, als auch, dass die Wahl nach den Grundsätzen freier und geheimer Wahl abgelaufen ist. Wer möchte das Versammlung bezeugen? Klaus? Und einen brauchen wir noch. Holger, okay. Du hast schneller. Klaus und Holger. Gut. Wir benötigen einen Wahlhelfer. Wer hat Interesse? Wahlhelfer, toller Job. Oliver? Bestehen Einwände gegen den Wahlhelfer? Nein. Nein, gut. Olli, du hast den Job. Wir würden gerne die Redezeit auf 10 Minuten begrenzen. Für die Vorstellung der Kandidaten besteht Einverständnis? Hier ist es der Fall. Wir begrenzen die Redezeit auf 10 Minuten. Dann darf ich die Kandidaten bitten, nach vorne zu kommen. Ronald, du würdest vorgeschlagen, wenn du kandidieren möchtest. Gut, ist abgesehen von den Formalitäten, spricht glaube ich nichts dagegen, wenn wir schon die Reihenfolge auslosen. Ihr kennt das, jeder zieht einen Skribbelstein. Wer weiter vorne ist im Alphabet, der darf sich zuerst vorstellen. L. B. Okay. Reden wir doch von mal zuerst. Ist in Ordnung, wenn ich Sie erst vorstelle? Okay. Bitte, Ronald, deine Bühne. Gut, danke schön. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ronald Heinrich. Wie vielleicht schon einige wissen, ich bin unter anderem schon aufgestellt worden für den Wahlkreis 221 zur Bundestagswahl des 18. Deutschen, zum 18. Deutschen Bundestag. Das nur als Voraussicht. Die Kandidatur, die ich hier mache, das ist eine Spontankandidatur. Das hat sich in der letzten Woche erst bei mir ein bisschen ergeben. Vielleicht auch erstmal die Begründung, warum ich hier auch kandidiere. Bei mir ist es so, ich bin zwar direkt Kandidat, aber ich stehe nicht auf der Landesliste. Das heißt, ich kann praktisch nur in den Bundestag einziehen, wenn ich auch dann dort die Mehrheit in diesem Wahlkreis erringen werde. Nur zur Info, das ist der Wahlkreis von Hans-Peter Uhl, um den sich jetzt unter anderem auch der Landesvorsitzende der Grünen, Dieter Janicek, auch schlägt. Ich mache das zum ersten Mal auch in diesem Wahlkampf, das heißt, ich bin zum ersten Mal auch Direktkandidat. Man kann vielleicht daraus ersehen, wie hoch da auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich gewählt werden würde. Natürlich werde ich alles dafür tun und das habe ich auch schon vorher gesagt, dass Wahlkampf für mich ein essentieller Teil auch dieser Kandidatur ist.
und werde auch dann auch weiterhin alles tun, damit wir erfolgreich in dieses in den Bundestag einziehen. Warum meine Kandidatur hier für den Bezirkstag? Es hat sich vielleicht von meiner Vorgeschichte, ich war mal im Bezirk Oberbayern Vorstandsmitglied und ich habe mich damals schon dafür stark gemacht, dass wir in Bezirkspolitik was vorwärts bringen. Ich habe auch damals, Anwesende wissen das vielleicht noch, damit mal auseinandergesetzt, auch eine Art Simulation durchzuführen, was im Bezirkstag alles funktioniert. Damals war, und das war 2011 die Situation, allerdings noch so, dass das nicht auf viel Zuspruch gestoßen ist. Also das heißt, damals war Bezirkspolitik einfach noch nicht so im Fokus. Und ich habe nach meinem Ausscheiden aus dem Bezirksvorstand mich dann auch eher auf Landes- und Bundesthemen konzentriert, was dann letztendlich auch in meine Kandidatur zum Bundestag geführt hat. Warum jetzt allerdings trete ich jetzt hier an? Das eine war, dass ich gesagt habe oder auch gesehen habe von den Kandidaten her, dass es so gut wie keine Kandidaten hier gibt für den Bezirkstag. München-Pasing würde auch in meinem Wahlkreis liegen. Das heißt, hier würde es durchaus auch Synergieeffekte geben, dass ich zum Beispiel meine Popularität, die ich hoffe, mir aufbauen zu können, im Bundestagswahlkampf auch auf Stimmen im auf Bezirksebene umschwenken kann. Das ist, wie gesagt, zwar eine Vermutung, aber es geht ja auch darum, dass wir im Wahlkampf Gesichter auch aufbauen, auch wenn es das vielleicht jetzt im ersten Augenblick ein bisschen schräg kommt, aber Menschen brauchen einfach Gesichter, die Wiedererkennungswert haben. Das zweite Ereignis, und das hat was mit dieser Woche zu tun, ich war Anfang der Woche auf dem Fachärztekongress der Kliniken im Bezirk Oberbayern, und zwar da ging es hauptsächlich darum, um die psychiatrische Betreuung von den Kliniken, die hier in Oberbayern sind. Das ist mir auch ein besonderes Anliegen, weil ich mich schon seit ein paar Jahren damit auch inhaltlich ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und das zweite Thema, was ich habe, ist unter anderem auch die Pflegeversorgung von pflegebedürftigen Menschen. Das hat bei mir familiäre Gründe. Ich hatte zwei Großmütter, die an Alzheimer gestorben sind, das heißt einen sehr, sehr hohen Pflegebedarf haben. Das heißt, ich bin in diesem Thema, wie das ganze Pflegeumfeld betrifft, eigentlich ganz firm. Und das sind auch dann gleichzeitig die Punkte, die ich dann auch im Bezirk dann weitermachen würde, also mit diesem Fokus in Bezug auf Pflege als auch die psychiatrische Behandlung von Leuten, wäre dann auch die thematische Ausrichtung, die ich hätte, wobei ich auch ganz klar sage, wir müssen auch erstmal gucken, wie wir letztendlich im Bezirkstag aufgestellt sein können. Das heißt, jetzt zu sagen, ich mache jetzt das Thema, ist jetzt auch nur mal eine Präferenz, die ich hier abgebe, weil letztendlich müssen wir alles besetzen und gerade als kleine Partei werden wir nicht drum herum kommen, dass sich jeder, der sich hier hinstellt, auch dann thematisch letztendlich erweitern muss, sich einarbeiten muss, und das ist etwas, was mir auch liegen würde. Vielleicht zu meiner Geschichte, ich habe Biophysik studiert. Wer für sich vielleicht mal mit einem Physikstudium auseinandergesetzt hat, da gibt die goldene Regel, man kann nicht alles wissen. Das einzige Handwerkszeug, was man letztendlich an die Hand bekommt, ist genug zu wissen, dass man sich in andere Dinge einarbeiten kann. Weil dafür sind auch die Themen zu groß und auch das Themengebiet Physik einfach zu universell, als dass ein Einzelner einfach alles beherrscht. Und das ist auch für mich dann letztendlich auch der Grund, warum ich mir auch zutraue, mich in andere Themen einzuarbeiten und hier dann auch produktiv mich einzubringen. Ich würde mich also freuen, wenn ihr mich in dieser Kandidatur, zwar Spontankandidatur, unterstützen würdet. Und ich würde dann das Wort weitergeben an den Herbert. Dankeschön. Danke dir. Und darf ich Herbert bitten? Also darf zu meinen vorhergehenden Ausführungen bloß Folgendes dazu sagen. Ich habe schon immer in den letzten 10 Jahren vermehrt Kontakt gehabt zum Bezirk. Ich bin da regelmäßig eingeladen worden zu den Jahresempfängen. Ich kenne den Präsidenten, den Meder, da ganz gut. Bin Mitglied seit 10, 12 Jahren von der Glendleiten. Die Glendleiten ist also unter anderem kulturelle Einrichtung, die vom Bezirk Oberbayern finanziert wird. Da habe ich für die unter anderem auch Reklame gemacht, jahrelang. Und sonst muss ich sagen, von der Pflege her und von ähnlichen Sachen habe ich eigentlich nicht viel Ahnung. Wir haben zwar in unserer Familie schon langsam leider einen Pflegefall, aber da werden wir dann schon langsam gleich ein bisschen einarbeiten müssen. Aber sonst habe ich eigentlich bis dato direkt mit dem Bezirk so nichts zu tun gehabt. Ich meine, mir ist das klar, dass der Bezirk hauptsächlich für die Bezirkskrankenhäuser und ähnliche Sachen zuständig ist. Aber ansonsten wüsste ich eigentlich nichts dazu zu sagen. Dankeschön. Thank you.
her. Ich danke den Kandidaten für die Vorstellung und darf noch um eine halbe Minute bitten, dass wir die Frage unterrichten. Beziehungsweise, es haben wir alles ausgeführt und ich öffne hier mit der Fragerunde. Bitte, Martin. Ja, ich hätte eine Frage an Ronald. Und zwar, weil du hast ja gesagt, dass dich die Psychiatrie in dem Gebiet bedeutend oder am meisten interessiert. Ja. Es gibt viele andere Gebiete auch, deswegen frage ich dich da jetzt nicht. Ich denke mal, du hast da andere. Was ist die, oder weißt du, was die das Hauptproblem der Psychiatrie in den nächsten 4 Jahren, 5 Jahren in Bayern in der Psychiatrie sein wird? Oh, nee, das Hauptproblem definitiv nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe nur diesen Ärztekongress jetzt einfach mal mitgemacht und habe mich dort auch mit diversen Klinikchefs einfach unterhalten. Muss man dazu sagen, das war ein Fachkongress, der sich hauptsächlich mit der Thematik Burnout und Boreout auseinandergesetzt habe, was die thematisch insofern gesagt haben, weil hier es zu einer immensen Zunahme von psychischen Erkrankungen durch Arbeit oder auch durch Arbeitslosigkeit kommt. Das ist ein sehr, sehr breites Phänomen. Es hat auch die meisten Zuwachsraten und wirft auch im Augenblick in der Psychiatrie die meisten Probleme auf, weil eben die Fälle sich mehren, sehr stark sogar in den letzten 5 Jahren, und im Weiteren hinzu ist es nicht so ganz einfach, auch diese Leute zu betreuen, weil es nicht nur mit einem einzelnen Psychiater geht, sondern es müssen teilweise auch psychiatrische Teams zusammengestellt werden. Und in dem Zusammenhang wurde eben auch gesagt, dass hier deutlich mehr Gelder benötigt werden, weil vielleicht eine kleine Hintergrundinformation: psychiatrische Erkrankungen treten vielleicht nicht generell auf andere Erkrankungen so häufig auf. Das Problem ist allerdings ihre Behandlungszeit, die um den Faktor 3 drüber liegt, wie andere Krankheiten. Also man kann eine durchschnittliche Behandlungsdauer von einer psychiatrischen Behandlung im Thema Burnout, Boreout ist mit zwischen 18 und 22 Tagen im Augenblick bemessen, wo man andere Krankheitsfälle, wie zum Beispiel, wenn es um körperliche Einschränkungen geht, man da unter einer Woche teilweise ist, im Schnitt. Es sind, wie gesagt, nur reine Schnittzahlen. Und deswegen ist gerade in der Psychiatrie hier das Riesenproblem lange Behandlungszeiten, die auf, ich sag mal, relativ wenige runtergebrochen sind und damit aber immense Kosten verursachen. Das ist meine Antwort hierzu. Okay. Achim? Die AG-Bezirkspolitik bereitet ja in unserer Partei so ein bisschen den Wahlkampf auch schon vor, auch programmatisch vor. Mich würde interessieren, eine Frage an beide, auf welchen Plattformen oder bei welchen Gelegenheiten passiert das? Was wisst ihr, wie und wo die AG-Bezirkspolitik sich trifft und arbeitet? Das wäre die eine Frage. Und das zweite ist, wisst ihr, wer dann in der AG-Bezirkspolitik alles so arbeitet und um welche Themen die sich jeweils kümmern? Also ich weiß bloß, dass sie die regelmäßig treffen. Wir haben neulich ein gemeinsames Treffen gehabt, ich glaube vor 14 Tagen, mit der Arbeitsgemeinschaft Kommunales. Aber ich muss sagen, ich habe mich auf die Bezirkspolitik nicht vorbereitet. Mehr weiß ich nicht. Ich habe es auch nur am Rande mitbekommen. Das war ein Post von dir, den du mal über Bayern geschickt hattest, in dem du mal eine Übersicht gemacht hast, welche Themen ihr behandelt wollt, beziehungsweise du hast einfach mal einen Querschnitt gegeben, was alles überhaupt die Themengebiete in Bezirkspolitik sind. Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, weil ich jetzt auch auf eure Mailinglisten nicht geguckt habe oder auch nicht in euer Wiki reingeschaut habe, was ihr jetzt konkret für Themen habt. Muss man auch bei mir jetzt der Schuldigkeit betrachten, dass ich mich jetzt natürlich eher auf Bundes- und auch aufgrund dessen, dass der Janicek bei mir jetzt als Direktkandidat aufgeschlagen ist und auch auf Landespolitik vorbereiten muss, sodass jetzt die Bezirkspolitik tatsächlich bei mir kürzer gekommen ist. Das ist keine Boshaftigkeit oder sonst etwas von mir jeweils gewesen. Ich musste einfach priorisieren in der letzten Woche. Mir geht es einfach nur darum, perspektivisch, Bezirkspolitik bin ich bereit auch zu machen, also auch nach dem Bundes- und Landtagswahl in ehrenamtlicher Aufgabe, was ja auch angesehen ist, damit eben auch, ich sage jetzt mal, ein paar Effekte mitnehmen kann und mich dann entsprechend einbringen kann. Aber ansonsten, nein. Wie willst du Ronald dem Landeswahlleiter erklären, dass deine Bezirkstagskandidatur genauso ernsthaft ist wie die Bundestagskandidatur? Und wäre es möglicherweise vielleicht eine Möglichkeit, dass du sagst, du trittst als Bundestagskandidat dann zurück? Ähm,
Also, man muss ja immer auch erstmal dran. Also zunächst mal werde es nicht ich sein müssen, der das dem Landeswahlleiter erklärt, sondern das werden ein paar andere erklären müssen. Die Sache ist bei dir, und das habe ich schon eingangs erwähnt, ist die Sondersituation, dass ich eben zwar Direktkandidat bin, neuer Direktkandidat, dass ich zwar diese, was ich auch sage, ich mache das auch mit der klaren Präferenz. Und wie ich auch eingangs erwähnt habe, bin ich jetzt im Prinzip nur dabei, da ich nicht auf der Landesliste stehe. Also das heißt, dass im Prinzip mein Wahlkampf letztendlich mit dem Bundestag aufhören wird. Also das heißt mit dem Bundestagswahlkampf, dass ich dennoch bereit bin zu sagen, ich engagiere mich auch perspektivisch auch für den KV München nicht uninteressant, dann auch für die Kommunalwahlen, dass ich hier auch mich kommunal technisch auch eher einarbeiten werde. Also ich werde auch nicht von meiner Direktkandidatur zurücktreten, was übrigens auch juristisch nicht machbar ist mehr. Soweit ich weiß, wenn es eingeschickt worden ist. Und es ist jetzt einfach nur, und das sage ich auch ganz im Bunden, das ist eine Sache, die können sich letztendlich auch hier die Akkreditierten selber überlegen, inwieweit die Effekte, die ich eben jetzt auch genannt habe, Sinn machen oder nicht. Es ist lediglich ein Angebot von mir, dass ich sage, hier, überlegt es euch einfach, dass ich die mögliche Popularität, die ich auch aufbauen kann, dann letztendlich auch auf Stimmenfang umschwenken kann für den Bezirkstag. Weitere Fragen? Klaus? Ich habe noch mal eine Frage an dich. Ja. Keine Sorge, vorhin habe ich etwas hart gefragt. Jetzt versuche ich es mal von der anderen Seite herum. Bei mir hat der Einstieg in die Partei und in das Denken und Fühlen, das hat mich enorm weitergebracht, auf die Bundesparteitage zu fahren und überhaupt auf Parteitage zu fahren. Jetzt ist ja nächstes Wochenende der Bundesparteitag in Bochum. Das wäre also eine Gelegenheit, tatsächlich mal hautnah zu erleben, wie tickt diese Partei, wie funktioniert sie. Ist das für dich ein Thema, das sich anzuschauen, nach Bochum mitzukommen? Herbert, ich darf den Sprit bitten, damit das Thema auch was davor hat. Wunderbar. Das wäre schon eine Möglichkeit gewesen, dass ich bin die nächsten 4 Tage weg, ich bin im Ausland mit der Reisegruppe. Das ist ja erst in einer Woche. Ja, da bin ich weg, also 22. bis 26. Ja, bin ich nicht da. Also ich hab mir das schon aufgeschrieben gehabt damals, aber ich habe das ganze Jahr Planung, eine Reiseplanung, wo ich mit Gruppen wohin fahren muss und da bin ich also unter anderem in Tschechien. Also ich meine, ich habe das schon ein kleines bisschen mitbekommen, wie das da in Heidhof oder so, also in der Maxhütte war. Ich war die 2 Tage damals auch drum und war ganz interessant. Ach, du warst da? Ich war da oben. Bloß beim ersten Mal bin ich mit dem Auto gefahren, wenn es hart war, mit der S-Bahn und mit der Bahn. Aber dann lieber. Weitere Fragen? Gut, nachdem keine weiteren Fragen sind, schließe ich die Fragen der Rednerliste an die Fragenliste und übergebe an Markus. Wieder die obligatorische Frage. Möchte noch jemand kandidieren oder einen Kandidaten vorschlagen? Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall, weil der Drucker druckt schon, das ist ideal. Genau. Wir haben jetzt dasselbe Verfahren wie gerade eben. Ihr bekommt nachher gleich wieder, wenn ihr mit der Stimmkarte hier vorne zu mir und zum Wahlhelfer kommt, euren Stimmzettel. Da stehen jetzt die beiden Namen von Herbert und von Ronald drauf. Ihr könnt hier auch wieder entweder kein Kreuz machen, dann lehnt ihr damit beide Kandidaten ab. Ihr könnt ein Kreuz machen, dann befürwortet ihr die Kandidatur von dem Kandidaten. Und ihr könnt aber auch bei beiden ein Kreuz machen. Bitte nichts draufschreiben und keine sonstigen Hieroglyphen draufzeichnen, das macht den Stimmzettel ungültig. Genau, dann besteht wieder die Möglichkeit, geheim zu wählen. Also wenn ihr sie nutzen wollt, dann tut es bitte auch. Und genau, gibt es noch Fragen? Okay, dann hole ich schnell die Stimmzettel. Bevor die Stimmzettel Ausgabe beginnt, nutze ich die Gelegenheit für unseren kleinen organisatorischen Hinweis. Ihr habt alle den Kühlschrank gefunden. Auf diesem Kühlschrank steht zufällig eine Spendendose, in die kann man Dinge einwerfen, zum Beispiel Geld. Es tut nicht weh. Es ist eine schöne Geste. Danke. Bitte.
Also, von der Kommission vom Kreistag oder vom Bezirk, also vom Bezirk, vom Bezirk. Wir starten jetzt mit der Ausgabe der Wer möchte noch ein Stimmzettel? Wir sind in so einer Runde, Leute, die auch hier. Ja, weil das ist wirklich etwas, wo ja, auch du machst ein Kannst du ganz normal hier hingehen und diese Macht warten, wenn wir öffnen, denn ja, ja, also wenn ich hier auf F5 drücke, dementsprechend lädt die Seite neu und ups, sie ist da. Okay. Ihr seht, die Urne ist leer und wir öffnen jetzt so. Den. Du hast halt den alle Sachen erzählt, also da jetzt geht es das erste. Ja. Ja, du hast auch wirres Zeug gefüttert. Was habe ich bitte fälschlicherweise unrichtig dargestellt, was du uns da erzählt hast? Es gibt keinen Innenausschuss, ja. Es ging, ich habe Fragen gestellt über die Ausschüsse, nicht über die Ministerien. Die Ausschüsse ist auch für Inneres, ja. Aber du hast kommunale Fragen und okay, die Sicherheit. Das ist auch kein Gebiet. Ja. Dann hast du noch ein paar Sachen. Und Kreuzer ist tatsächlich der. Kreuzer ist nicht für Kunst zuständig. Du hast Kultur. Kultur, ich auch. Skulptur. Du hast über Kultur geredet. In Kultur gibt es nichts mit Kreuzen. Kein einziger heißt Kreuzen. Das Kulturministerium ist auch eher ein Deckname, weil es Kulturministerium ist einfach. Das ist ein Katastrophe im Bayerischen Landtag. Und dass das mit Hochschule und Forschung zusammen ist, ist für den Bayerischen Landtag armselig. Das sollte man ändern, aber nein. Kreuzer von Kultur. Gut. Möchte noch jemand eine Stimme abgeben? Dann ist der Wahlgang geschlossen und wir zählen aus. Ist da irgendwas falsch dran? Warte mal ganz kurz. Wurde nicht ausgewiesen.
Du hast halt alles durcheinander geworfen. Du kannst die Ministerien und Ausschüsse, ja, die hängen zusammen. Aber ja, aber deine Aussage war, heute wäre nicht. Ich habe gesagt, er ist nicht im Ausschuss. Schau dir den Stream an. Staatsminister Späte. Also nee, Kultus. Wissenschaftsministerium, Staatsminister Häuble. Der Staatsminister sind immer in den Ausschüssen. Ja, aber. Das sind nämlich Ausschussvorsitzende. Ja, ist klar. Es gibt kein Kunstministerium oder was du da haben willst. Wie heben Sie aus? Forschung? Wissenschaft? Kultur? Ja. Kunst mit drin ist? Ja, ist so. Das ist ja was ich zum Beispiel an Barbarischen Land habe. Das habe ich bitte gesagt und wer? Nicht als Kreuzer im Ausschuss. Schau dir die Mitglieder des Ausschusses an. So, wir haben ein Ergebnis. Es waren noch 5 Ausschuss. Hallo, danke für dein Schweigen. Gut, also es waren 5 Akkreditierte anwesend. Es wurden auch 5 Stimmzettel abgegeben. Es waren alle gültig und es war keiner leer davon. Auf Ronald Heinrich entfielen 2 Stimmen, auf Herbert entfielen 4 Stimmen. Damit hat Herbert die Mehrheit erreicht und ist unser Direktkandidat. Gut. Ich darf Herbert nochmal fragen. Danke. Herbert, nimmst du die Wahl an? Ja. Gut, dann bleibt mir nichts mehr anderes über, als dich herzlich zu gratulieren. Die Frage an die Versammlung. Möchte irgendjemand Einspruch einlegen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit gratuliere ich Herbert und schließe die Versammlung. Dankeschön. Ich schaue halt nicht auf Wikis und ich schaue halt auf Offiziellen. Das lädt bei mir gerade nicht, deswegen muss ich sie hier zeigen.